Schönen guten Abend, Köln. Ich war letztens in der Buchhandlung und da ist mir mal aufgefallen, dass momentan extrem viele traurige und deprimierende Bücher auf dem Markt sind. Ja? Bücher über Armut, Krieg, Sarrazin. Und muss sagen, dass ich das traurigste Buch aller Zeiten tatsächlich im Bereich der Kochbücher gefunden habe. Es hatte den Titel Vegane Rezepte für den Single. Schlimm, oder? Kein Fisch, kein Fleisch, keine Eier, keine Milch, keine Freunde. Aber ich habe nichts gegen Veganer. Eine gute Freundin von mir ist Veganerin und sagt immer, ich esse nichts, was eine Seele hat. Und ich so, was? Aber genau das ist doch das beste Stück. Verstehe ich nicht. Also ich meine, ich könnte, glaube ich, kein Veganer werden. Ich meine, ich stehe ja nicht umsonst an der Spitze der Nahrungskette, um mich jeden Tag von Blumen zu ernähren. Nee, das wäre absolut gar nichts für mich. Nee, weiß ich nicht. Veganer. Ich lache mich jeden Tag kaputt über Veganer. Also es sind ja keine, es sind ja Menschen im Prinzip, ne? Ja. Ich meine, ich esse schon echt gern Fleisch. Vor allem immer dann, wenn ich Germany's Next Topmodel gucke. Da bekomme ich immer urplötzlich Hunger auf Rippchen. Ja. Aber seitdem Germany's Next Topmodel nicht mehr läuft, gibt es eigentlich nicht so viel im Fernsehen, was ich mir angucke. Ich bin letztens bei N24 hängen geblieben. Da laufen zu 90% ja nur Hitler-Dokus. 5% Wiederholungen von Hitler-Dokus. Ich glaube, der Typ hat bei dem Sender nochmal für 2 Jahre unterschrieben. Und 5% läuft die Sendung Zukunft ohne Menschen. Bei RTL heißt das Ganze Menschen ohne Zukunft. Da werden dann so Abgründe gezeigt wie Carmen 46 arbeitssuchend. Sport? Nee, mach ich nicht. Ich hab Asthma. Ich bin gerade dabei, mir das Rauchen wieder abzugewöhnen. Ne? Ich rauche nur noch nach dem Essen. Bin schon runter auf 19 Mahlzeiten pro Tag. Ey, das war... Ich habe die mir mal genauer angeguckt, die Carmen. Ja? Da habe ich noch gedacht, ist die jetzt geschminkt oder hat die beim Paintball Deckung gegeben? Die wusste noch nicht mal, dass es 16 Bundesländer gibt. Die hat Deutschland aufgeteilt in Aldi Nord und Aldi Süd. Ich frage mich immer, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du in die geilere Wohnung kommst bei Frauentausch und merkst, ey Kacke, in dieser Folge bin ich der Assi. Und dann gibt es ja noch die Serie, die Doku-Soap auf RTL 2, Teenie-Mütter. Oder wie die Sendung im Osten heißt, Mütter. Für die Freunde im Osten. Die kriegen schon mit 14 oder 15 ihr drittes Kind. Ey, ich werde jetzt 25, fühle mich steinalt. Ja? Ich meine, ich werde wirklich alt. Inzwischen muss ich die Frau an der Wursttheke im Supermarkt 7-mal bitten, bis sie mir eine Scheibe Wurst schenkt. Ja, früher war das anders. Da habe ich 3 Scheiben von der Dame an der Wursttheke bekommen, weil ich immer gesagt habe, in meiner Familie bin ich die jüngste von 3. Was auch nicht gelogen ist, denn meine Mutter und mein Vater sind beide älter. Demzufolge bin ich ein Einzelkind mit einer Vorliebe für Wurst. Ich frag einfach mal durch die Runde, wer von euch hat alles Geschwister? Hand hoch. Oh ja. Glückwunsch. Ihr musstet nicht die Klamotten eurer Eltern auftragen. Ich schon. Ja, ich habe schon Nerdbrillen getragen, als man dafür auf dem Schulhof noch verhauen wurde. Aber wenn du so aussiehst, dann hast du wenig Freunde. Oder gar keine, in meinem Fall. Ja. Ich musste mich beim Versteckspielen immer selber finden. Da kriegt Selbstfindungsphase auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ich habe auch immer gefragt, meine Eltern gefragt, warum bin ich eigentlich Einzelkind, warum habe ich denn keine Geschwister? Und inzwischen glaube ich, dass meine Eltern mich nicht wollten, denn sie haben oft sowas gesagt wie, wir wollten dich nicht. Aber es war generell so, dass ich in meiner Familie nie wirklich ernst genommen wurde, ja? Letztens, auch nicht von meiner Oma. Letztens meinte meine Oma noch zu mir, Kind oder Ricarda, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel zu schweigen. Und ich so, ey Oma, wenn der Kuchen redet, ne,
Da hast du ein immenses Hygieneproblem. Das war's von mir. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Andreas Weber. Ich bin jetzt 38 und... Ich rede einfach mal weiter, weil... Und nach einer Trennung lebe ich jetzt zum ersten Mal allein in meinem Leben. Du hast geklatscht? Besser wäre es gewesen, wenn eine Frau geklatscht hätte, ja. Aber es ist okay. Also ich beschäftige jetzt mich viel auch mit so Haushaltszeug. Also ich habe erstmal jetzt meinen Kleiderschrank optimiert, mit einem eigenen System richtig viel Platz geschaffen und lagere jetzt so einen Teil meiner Klamotten daneben. Auf so einem Stuhl. Also ich bin mir ziemlich sicher, da ist ein Stuhl. Ja, oder Duschgel braucht bei mir so 2 Wochen, bis es fast leer ist. Und es ist fast leer. Das reicht genauso lang. Ich lasse es dann zur Sicherheit noch in der Dusche liegen, ja. Bei den 5, 6 anderen fast leeren, ja. Es ist anders, wenn man allein lebt, zum Beispiel... Wenn einem was runterfällt. Es liegt dann da. Das ist hart, ja. Ich weiß, ja, aber. Ja. Ich kann zum Beispiel auch super bügeln. Und seit ich allein lebe, mache ich es nimmer. Ich meine, wenn man es richtig gut aufhängt, ja. Aber es gibt trotzdem immer diese eine Kollegin, die meint dann, oh, das Hemd ist knittrig. Sag ich, nee, das sind Lachfalten. Kennst du ja sicherlich morgens vom Spiegel. Sie hat angefangen. Ja, so. Hemden muss man richtig gut aufhängen oder einfach eng kaufen. Reinwachsen, ja. Morgens habe ich oft so jetzt das Bedürfnis, was Schwarzes anzuziehen. Ja. Damit der dunkle Waschkorb voll wird. Bei Weiß ist es nicht so das Problem. Da denke ich einfach, komm, ich wasche mal wieder mein Handtuch. Ich habe 2 Handtücher. Ja, beruhigend. Ja, aber ich meine, ihr kennt diese Situation. Für mich ist das alles neu irgendwie. Wo man morgens unter der Dusche steht und merkt, ah, beide Handtücher in der Wäsche. Und man trocknet sich mit der Badematte ab. Ihr kennt es, ich merke es, ja. Ich habe einen Kumpel, der hat auch 2 Handtücher. Der hat aber ein anderes System. Der hat 1 fürs Gesicht. Ich lasse den bei mir nicht ins Bad. Ich habe früher auch extrem viel gekocht. So mit richtig viel Aufwand, aber ja, für was machen irgendwie Männer Aufwand beim Kochen, ja? Für Sex. Wenn ich jetzt koche, Nudeln, und ich meine zum Beispiel Nudeln, sondern Nudeln, die mache ich dann lecker mit Pesto, ja? Weil es so schnell geht und praktisch ist, ja? Und ich mir nicht so erbärmlich dabei vorkomme wie mit Ketchup. Und
so als Mann, wo ich nur in der Beziehung war irgendwie, man muss ja auch gar nicht drauf achten irgendwie, wie andere Frauen auf einen reagieren. Da macht es ja die eigene Frau. Die Tussi hat geguckt. Und ich dachte immer so, welche genau? Ja. Ich meine, ich weiß das nicht. Ich meine, was so Frauen, wo Frauen Wert drauf legen, ja. Müssen es irgendwie teure Designer-Klamotten sein? Ne? Oder der perfekte Waschbrettbauch? Ne? Also einfach irgendwie so netter, humorvoller Typ. Wie heißt du? Wie heißt du? Dorena oder Lorena? Hallo Lorena, sowas gibt mir Hoffnung. Ich finde es schön, ja. Ich könnte mal was für uns kochen. Ich habe schon lange nicht mehr gekocht. Ich glaube, was auch gut ist, Romantik. Ja. Und wer das gut kann? Bruno Mars. And I will catch a grenade for you. Der spaßt. Es singt, ich würde für dich eine Granate fangen, ich würde mich für dich vor den Zug werfen, ich würde mir für dich eine Kugel in den Kopf schießen. Die Frauen denken so, es ist so romantisch. Und ich sag, ey, tu's, Alter! Oder halt die Fresse echt jetzt, ja? Ich meine, ist das Romantik? Muss es gar nicht tun, sondern nur sagen. Egal wie unrealistisch. Das kann ich auch, ja. Lorena, ich schnitz ein Herz auf den Mond für dich. Ich baue ein Schloss für dich. Nur für deine Schuhe. Vielleicht mal, wie kommt es an? Hand hoch. Wer muss schon das Höschen auswringen? Einen habe ich noch. Du bekommst von mir zu Füßen gelegt. Die Fernbedienung. Nee, es gibt noch Grenzen, ja? Dankeschön! Hallo! Tag zusammen! Gut drauf? Gute Stimmung? Geil! Schön für euch. Ich hatte einen Scheißtag, kennt ihr das? Wenn man morgens schon so aufsteht und denkt, oh Kacke. Guck so raus, ich hatte heute Morgen so Halsschmerzen, nur ätzende Termine, außer das hier natürlich, das ist super. Aber da ging gleich so ein Frauenrettungsprogramm los. Was machen wir Mädels, wenn wir scheiße drauf sind? Oh, das ist so vielfältig, ja. Shoppen, die meisten gehen shoppen. Ja, so Geld ausgeben, unter Leute kommen, macht Spaß, ist geil. Das Problem ist, man kann sich halt jetzt nicht auch jede Woche eine Handtasche holen, eine Jacke, eine Hose. Aber dafür haben wir einen Laden, wir Frauen haben dafür DM. Ja, man geht da hin, kauft sich so eine Handcreme für 1,99 so und die Sonne geht auf. Das ist total geil. Und dann so eine kleine Spülung. Ja, so Zeug. Die Männer verdrehen dann mal ein bisschen die Augen, ihr habt das auch. Wir haben DM, ihr habt Mediamarkt. Ja, wir kaufen uns halt ein Deo, ihr kauft euch eine Mehrfachsteckdose. Ja. Irgend so ein Scheiß, ja. So diesen ganzen Kram, den man schon hundertfach zu Hause hat.
Ich habe so viele Spülungen, Shampoo, Körperlotion, ich kann Schlecker wieder aufmachen. Kein Problem. Aber das liegt... Bei mir, ich glaube, das liegt in der Familie. Traurig, Leute? Was ist los? Wie ist die Stimmung im lustigsten Waschsalon der Welt, Leute? Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ihr seht fantastisch aus. Wir haben heute nur für euch ein ganz fantastisches X-Miss-Special vorbereitet mit ganz, ganz tollen Acts, mit Überraschungen, mit Geschenken vielleicht für vielleicht ein paar von euch. Und wir starten. Wie könnte man eine Weihnachts-Edition besser starten als mit Feliz Navidad. Woo! Feliz Navidad. Feliz Navidad y Prospero Año Felicidad. Wo seid ihr, Köln? I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Leute, wir haben fantastische Acts heute dabei. Hier auf der Bühne, der fantastische Dennis Grund. Außerdem Laura Brümmer, mit dabei Fabian Lampert, Caro, die überragende Pam Penko und last but not least Patrick Salmen. Und hier ist der wunderschönste Weihnachtswichtel dieses Waschsalons. Hier ist Simon Stäblein! Feliz Navidad! Feliz Navidad! La 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 la! Feliz Navidad y prospero año felicidad! Woo! Yeah! Na? Alle gut geschützt? Merkel-Maulkörbe. Hübsch. Ja, hat man sich dran gewöhnt, ne? Irgendwie. Aber an was ich mich nie gewöhnen werde, sind Face Shields. Kennt ihr Face Shields? Ich finde, das ist so Endzeitstimmung, oder? Wenn jemand so ein Face Shield, das ist so Zombie-Apokalypse, oder? Weißt du, kennt ihr noch, als die Pandemie losging und du bist so in den Supermarkt gegangen und hast irgendwas in deinen Wagen, so 100 Kilo Nudeln, und dann hast du irgendwie so rübergeguckt und irgendjemand stand da und du dachtest, der flext gleich das Regal auseinander, weil er dieses Schild auf hatte. Oh, herrlich. Das sind aber nicht eure Masken, oder? Ist das so hier so ein Nightwatch-Merch-Masken? Habt ihr die verteilt oder was, die rosa Masken? Sieht ein bisschen aus wie so gebrauchte Binden. Das wäre richtig. So. Riechen die auch, oder was? Also Aromabinde. Aroma. Das wäre richtig krass, wenn alle durch Zufall heute die pinken Masken haben. Das wäre wirklich richtig krass. Aber es ist gut, neue Masken sind manchmal gut, ne? Manchmal ist ja dann schon so, dass man auf einmal realisiert, dass man doch ganz schön aus dem Maul stinkt. Ne? Das ist schon irgendwie hart. Ne? So eine alte Maske wieder und dann so, oh, ist da? Da hat da jemand reingeschissen. Oh Gott. Ja, also ist bei mir so. Auf jeden Fall. Ich finde halt, Mundgeruch ist wirklich schlimm, ne? So, und dann habe ich mich letztens wirklich gefragt, weil die hat echt hart gestunken, die Maske, ne? Und dann habe ich mich so gefragt, hat mir noch niemand gesagt, dass ich Mundgeruch... Würdest du es jemandem sagen? Ja, du hast Mundgeruch, Simon. Okay, danke. Ich finde, es ist das Erniedrigendste, zu jemandem zu sagen, dass er Mundgeruch... Ja. Es gibt kaum was Erniedrigenderes, oder? Ich finde so, du stinkst nach Schweiß, das ist so Daily Business, ne? Aber so... Du hast Mundgeruch, das ist so, du stinkst von innen, so, ja. Weißt du? Das ist nicht so irgendwas an dir, sondern aus dir raus, so, ne? Es gibt nur einen Grund oder einen Termin, wo ich immer wirklich mit Bedacht nur mit heftigem Mundgeruch hingehe, und zwar zur Zahnreinigung, weil das so mega weh tut, und ich versuche maximalen Mundgeruch zu generieren, dass sie sich voll beeilt. Versteht ihr? Dass sie einfach schnell macht, weil Zahnreinigung, kennt ihr? Das weiß ich, was ich machen muss. Das darf ich doch mit der Tür.
Hey, muss glaube ich noch was ganz anderes machen. Gut, gerne. Gerne. Ich biete auch welche an. Ich habe einen Hochdruckreiniger bei der Metro gekauft. Für ganz schwere Fälle. Wer war bei der Zahnreinigung in der letzten Zeit? Und? Ist richtig schlimm, oder? Was soll das? Die hackt dir im Maul rum. Das kann doch nicht gut sein, oder? Aber ey, wie Nadja Abdel Farag. richtig gute Zähne jetzt. Aber es ist richtig heftig, oder? Da kommt so richtig Blut und Schlotter und irgendwie, ne? Und irgendwie war auch ein Zahn dabei. Also, mein Gott, 10% Verlust sind einkalkuliert. Mir ist aber heute mal aufgefallen, dass meine Eltern in der Stadt sind. Nein, mir ist... die wussten bis heute nicht, was ich mache. Die dachten, ich spiele Klavier. Und mir ist aufgefallen heute, dass Zahnärzte die einzigen Ärzte sind, die mit den... Sind Zähne Körperteile? Basic, ja. Oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Zahnärzte sind die einzigen Ärzte, die mit den Körperteilen, die sie behandeln, auch wirklich werben. You know? Bei Zahnärzten sind immer so blinkende Zähne im Fenster und dann kommst du rein, dann steht so ein riesen Zahn. Mach das mal als Proktologe, ey. Da hast du richtig ein Problem. Einfach so ein leuchtendes Arschloch die ganze Zeit. So, komm her, dann kommst du rein, dann steht da so ein riesen Arschloch. Hallo. So wie die süße Hämorrhoiden. So, oh. So ein Frauenarzt, einfach so eine Muschi als Tür. Hallo. Komm so rein. Ja. Ihr merkt, Pandemie macht was mit mir. Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Habt ihr Bock? Ist das so? Das ist hysterisch. Das ist Stimmung. Ich hab keinen Bock. Ich weiß nicht, nervt mich. Alles irgendwie so. So Geschenke und so ein Scheiß. Ich fahre dieses Jahr auch nicht heim an Weihnachten, einfach um mich vor den Geschenken zu drücken. Ich schenke nichts. Also ich will was, aber ich schenke nichts. Ich schenke nichts. Vor allem, wisst ihr, was mich am meisten nervt? Wenn Leute halt Geld verschenken, aber die schenken dir das nicht einfach so. Ne? Die falten das irgendwie zu irgendwelchen beschissenen kleinen Figuren und kleben das dann mit Heißkleber an Geschenkpapier, was nie wieder abgeht. So. Letztes Jahr alles weggeworfen. So, ich so, scheiß aufs Geld, weg. Ich mach das nie ab. Nicht für 5 Euro. Aus dem Einkommen bin ich raus, Leute. Wisst ihr, warum wir Weihnachten feiern? Gerade die jungen Leute. Hier, wie alt bist du? 14? 5. Ist so gut. 14 ist zart. Hier. 24, 25? Warum feiern wir Weihnachten? Kommerz. Das ist die richtige Antwort. Und damit hast du das erste Geschenk verdient, würde ich sagen. Ja, Sven? Richtig, denn Sven, wir haben du, Geschenke. Wir haben Geschenke. Wir haben phänomenale Geschenke. Und wir werden einige der Geschenke einfach so vergeben, für Leute, die gut aussehen. Und die anderen müssen durch heftigste Bibelfragen erarbeitet werden, die ich selbst vorbereitet habe. Wie ist dein Name? Johannes. Johannes. Das ist auch richtig, du kriegst 2 Geschenke. Du Johannes, du Maschine. Oh mein Gott. Erstes Geschenk. Johannes, pass auf, du bekommst von Nightwash ganz offiziell Pfand. Pfand, yes. Das ist nur für dich. Es sind 8 Cent. Yes. Und dein zweites Geschenk ist, falls der Pfand ein bisschen trocken ist, Aioli-Creme. Woo! Bitte schön, Johannes. Yeah. Oh, der Sack ist so voll, Leute. Also der, ja. Was ist das? Okay, aber das nächste Geschenk geht nur über eine richtig beantwortete Frage. Oh ja, genau. Aus meinem Bibelquiz hervor. Denn wir spielen Merry Christmas. Das ist von mir? Das hat Simon sich aus. Deswegen hat keiner gelacht. Also, erste Frage. Es wird folgendes Prinzip gelten. Ich sag, wer es beantworten darf. Nein, wenn ihr es wisst, könnt ihr euch melden. Und dann entscheide ich. Okay? Also, erste Frage für ein weiteres Geschenk von Nightwash ist,
Mit wie vielen O's schreibt man Moses? A, 3, B, 1, C, 2 oder D, 11? Wer weiß es? 11 ist richtig! 11 O's sind in Moses! Ja! Und damit geht das Geschenk an den Mann in der pinken Maske! An dich! Okay! Verdammt. Kann die Person sich noch einmal melden? Weil ich ja. Na, verpiss dich! Nein, wer war das? Das war so eine Zeckentaktik. Nein! Aber dafür gibt es auch dafür ein Geschenk. Kriegst du eigentlich ein Geschenk. Ich mag oder? Hinterlistige Leute. Ja, gib eins für Hinterlistigkeit an den. Dafür ja? kriegst du ein Trinkepäckchen. Hier mein werden Freund. Schlechte Eigenschaften belohnt, Leute. Los, raus damit! Oh, ich glaube, wenn das hier nicht mehr klappt, irgendwie mache ich so Kirmes-Ding. So. Ist geil. Jetzt nochmal mal dabei sein hier, keine Nieten. Oh, Gewinner, Gewinner, Gewinner. Oh, lose, lose, lose. Der Riesentiger aus China mit Pestiziden drauf. Wer will? Danach ist das so ein heftiger Ausschlag einfach, weil das Ding einfach genauso mit Glyphosat gespritzt wurde wie das Gemüse. So, zweite Frage. Ihr könnt euch wieder melden. Es geht weiter. Wie alt war Jesus bei seiner Wiederauferstehung? A, 33, B, 34, C, 19 oder D, 0? Wer weiß es? Ist tricky. Ihr müsst euch melden, ihr Loser. Okay, du, melden! Du. Wie alt? Falsch. Falsch nämlich. Ja? Null, richtig. Richtige Antwort. Er war null. Eine Wiederauferstehung ist eine neue Geburt. Und damit ist man verdammt nochmal null. Hier ist dein Gewinn. Der ist so klein, dass man den gar nicht sieht. Simon, du müsstest den einmal eben rüberbringen. Eine kurze Frage noch. Und zwar, Jesus war ja Jude, oder? Ja. Ja, ne? Das heißt, er war beschnitten. Die Frage ist jetzt, wenn er wieder auferstand, was war mit der Vorhaut? Ist sie mit damit auferstanden oder ist sie liegen? Oder, weil dann wäre die Vorhaut 34 gewesen und er 0. Das ist Quantenphysik, ist mir zu krass, aber du kriegst ein Geschenk! Sven. Und zwar kriegt er, behaltet euch den Applaus für den Ausrastmoment dieses Geschenks. Es ist eine Stecknadel! Yes! Einmal nach hinten durchgeben, Corona-konform, diese Stecknadel für den Mann, der krass um die Ecke gedacht hat. Eins haben wir noch. Eins habe ich. Hab noch zwei. Okay, ja, dann haben wir auch noch zwei. Wir haben noch zwei. Entschuldigung. Ganz krasse Frage. Welches Tier war nicht im Stall bei Jesu Geburt? A, eine Maus, B, ein Esel, C, ein Schaf oder D, ein Brillenkaiman? Wer weiß das? Super schwere Frage. So, du warst gerade schon falsch, nein. Du, es ist, nein, der war da, der ist unterm Stroh, es war die Maus. Es war die Maus, damit bist Schade. Du leider falsch. Damit, der Brillenkaiman war verdeckt in dem Stroh. Weil, war im Orient, da leben die. Und deswegen kriegst du das Geschenk, einfach weil du jetzt so überrascht guckst. Sven. Und es ist, das kann ich werfen, ein Pappbecher! Woo! Woo! Yes! Ein Pappbecher! Wichtig ist, dass ihr diese Geschenke auf jeden Fall bis zum Ende behaltet. Ganz ja, wir wichtig. Haben uns was ganz dabei wichtig. Gedacht. Die Geschenke sind noch vielleicht was anderes. Maybe we don't oh, know. Oh, du hast schon ausgetrunken gleich, ne? Behalt das. Los! Also, letzte Frage. Letzte Frage. Die Frage ist auf Deutsch. Und die Antwortmöglichkeiten auf Englisch, was es total verquickt macht. Also, welches Hygienekonzept galt bei der Geburt im Stall? A, 3G, B, 2G, C, BGs oder D, Jesus? Das hätte ich nicht erwartet. Und, was ist die richtige Antwort? Wer weiß es? Wer denkt sich was? Leute. Es ist C. Ich weiß nicht mehr, was ist. Es ist völlig egal, du hast ein Geschenk gewonnen. Woo! Woo! Das war das Nightwatch-Quiz. Du kriegst
Was ist das hier? Helle vegane Schokolade. Sehr scharfe Kanten, ich werfe trotzdem. Oh, gut, dass sie den Puschel da hat. Habe ich dir wehgetan? Ey, kennt ihr die Geschichte, dass mal eine Frau einen Karnevalsverein verklagt hat, weil sie Kamelle an den Kopf bekommen hat? 5.000 Euro hat die gekriegt für ein Duplo, das sie an den Kopf gekriegt hat. Wirklich. Oh Gott. Aber das waren sie aber nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt hier Probleme kriege. Ey, ganz ehrlich, ne? Du weißt doch, wenn du da hingehst, dass da was fliegt, oder? Dann geh nicht hin. Also, wenn ich der Karnevalsverein wäre, ich würde nächstes Jahr rausfinden, wo die steht. Und dann würde ich so eine 12 Kilo gefrorene Hafermast ganz mitnehmen und das Ding zu Ende bringen, ey. Ohne Scheiß. Kamele! Kamele! Entschuldigung, es heißt Kamelle. So, also, wir sind in Stimmung. Ihr habt Geschenke, die ihr bitte noch behaltet. Es ist Weihnachtszeit. Wir haben natürlich großartige Künstler. Wir haben krasse Geschenke, die sind alle super lustig. Und ich würde sagen, wir fangen an. Habt ihr Bock? Yes! Letzte Show! Nightwatch Live! Und wir fangen an mit dem ersten Künstler. Ich kenne ihn schon ewig. Ich mochte ihn noch nie. Hier ist für euch der großartige Dennis Grund. Viel Spaß! Moin. Ich stelle mich ganz kurz vor, damit das hier unhöflich ist. Mein Name ist Dennis Grund, ich bin 18 Jahre alt. Und zusätzlich bin ich ein Mann mit einem sehr ausgeprägten Frisuren-Ausbildungshintergrund. Genau, einige haben das verstanden, ich sehe das natürlich, aber wir haben natürlich Studenten oder Abiturienten im Publikum, deswegen übersetze ich das ganz kurz. Ich bin Supervisor Head of Long-to-Short-Cutting. Ich habe ein Diplom in Dauerwellen-Feng Shui. Ja, für die Waldorfschüler auch kurz erklärt, schnipp, schnapp. Ja, also. Falls wir Hauptschüler dabei haben, auch kurz erklärt, ich bin Friseur. Ja, ich möchte keinen ausgrenzen. Ja. Und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, über 20 Jahre. Und bei mir, ich habe das zum Beispiel geliebt. Und das ist auch so comedy-technisch, das war einfach geil. Männer beim Friseur sind richtig geil. Wenn du Männer fragst, was machen wir Schönes? Haare schneiden. Ja, okay, ja, ja. Wie schneiden wir es denn? Kürzer. Ich war mehr so der Langschneidetyp, ne? Ich habe gern andersrum gearbeitet. Ich so, hast du eine Idee im Gegensatz zum letzten Mal? Einfach kürzer schneiden. Bei manchen Männern merkst du nach dem dritten Satz, so ist nicht die hellste Strähne in der Alufolie. Ja? Da ist einfach, ist manchmal nicht viel zu holen. So. Aber ich habe das sehr so gerne gemacht. Und bei mir zum Beispiel ist einfach so, ich will einfach Spaß haben. Ich will einfach Blödsinn machen, den Leuten wieder ein bisschen Quatsch im Kopf verbreiten. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein kleiner Monk, damit das ganz kurz versteht. Kennt man Monk noch heutzutage? Den TV-Kommentar? Ja, für die jüngeren Sheldon Cooper. So, ich habe bestimmte Zwänge, bestimmte Neurosen, ich muss das machen. Ich muss bestimmte Sachen so machen. Wenn ich zum Beispiel Adidas-Schuhe habe, habe ich natürlich auch Adidas-Schuhe an. Okay? Normal. Wenn ich Nike-Schuhe habe, habe ich Nike-Socken an. Wer Adidas-Schuhe und Nike-Socken trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Okay? Hashtag Hurensohn. Aber das ist... Übrigens, dieses Lachen, das könnt ihr für alle weiteren Comedy-Shows merken, wo ihr hingeht. Dieses Lachen ist das beste Kompliment für uns Comedians. Dieses Weil die eine Gehirnhälfte sagt so, da will ich jetzt nicht drüber lachen. Die andere sagt, doch, das war ein guter Joke. Und dann passiert so ein Kauderwelsch im Kopf. Das ist ein schönes Kompliment. Und ich muss es auch ganz kurz erklären, manche checken das nach ein paar Minuten und fragen sich, was macht der tätowierte Typ da? Ich habe zwei Uhren um. Ja, ich erkläre das ganz kurz, warum. Die ist von einer meiner Ex-Freundinnen. Der vertraue ich bis heute nicht, deswegen habe ich mir einfach eine neue gekauft. Das ist eine Kleinigkeit, ja. Und das Ding ist einfach bei mir zum Beispiel auch, ich habe dieses Spaß haben, es ist einfach im Alltag, ziehe ich das halt einfach durch. Ich liebe das. Ich komme aus dem Handwerk. Haben wir Leute aus dem Handwerk hier? Kennt ihr Arbeit? Fangen wir andersrum an. Kennt ihr Arbeit? Ja. Was hast du gelernt? Elektroniker. Du wirst es kennen. In der Ausbildung, die ersten zwei Wochen, die Jungs und Mädels werden losgeschickt in der Ausbildung, gehen mal eine Kiste Wechselstrom holen. Du kennst es. Du bist wahrscheinlich auch gelaufen, so wie du aussiehst. Oder? Es ist ein Joke, Leute. Das ist einfach Spaß. Aber deswegen, und in der Ausbildung, es ist so geil, es gibt so schöne Sachen. Die Jungs und Mädels werden losgeschickt, gehen mal das Augenmaß holen. Und die haben keine Ahnung. Die gehen los und suchen das. Ich liebe sowas. Ja? Beim Kfz, geh mal ins Lager und hol mir die Sommerluft für die Sommerreifen. Mir geht das Herz auf bei sowas. Ja, wir haben das bei uns im Salon auch gemacht. Wir haben die Jungs und Mädels losgeschickt. Geh mal bitte in den Keller und hol mal die Übungsköpfe hoch.
Rekord 45 Minuten, bis sie gecheckt haben, wir haben gar keinen Keller. Ja? Einfach Spaß haben, Blödsinn machen. Seitdem ich das erzähle, kriege ich manchmal Videos zugeschickt. Und dann habe ich ein Video bekommen, da sollte ein Mädel im Krankenwagen das Blaulichtwasser auffüllen. Geil. Einfach Spaß haben. Das ist so meine Message. Einfach wieder Blödsinn machen, ja? Es tut nicht weh. Ich habe das zum Beispiel auch. Ich bin viel mit der Deutschen Bahn unterwegs, so. Und ich mag die eigentlich nicht so. Die machen ihren Job nicht richtig. Von A nach B, gerne am selben Tag, schaffen die nicht, ja? Und es ist so, ihr werdet es auch kennen, in einem Bus oder in einer Bahn, in U-Bahn, S-Bahn, ist es scheißegal. Wenn du dich hinsetzt, eine Tasche dabei hast, ist es ein Reflex. Du packst die neben dich. Du packst die aber dahin. In der Deutschen Bahn machen die Leute das bewusst. Du steigst ein, der Zug ist rotzevoll. Du siehst so auf dem Vierer mit dem Tisch, siehst du so einen Typen, nennen wir ihn Hurensohn. Ja, bleiben wir dabei, ja. Du steigst ein und der Typ kriegt richtig Panik, so. Okay, ich bin Deutscher, ich habe kein Handtuch mit, aber eine Tasche. Das müsste reichen hier, ja. Und dann gehe ich da hin und frage so, ich so, Entschuldigung, ist da noch frei? Und die meisten sind super nett. Sagt er, ja, kein Problem. Dann packt er alles ein, ne? Seine gekochten Eier, seine Frikadellen, Beefy Roll, alles, was er dabei hat, setzt sich auf den eigentlich geileren Platz, den Fensterplatz, sitzt da wie so ein Knecht mit seiner Tasche. Bitteschön. Ich so, nee, ich wollte nur fragen. Und dann gehe ich weiter. Ja? Spaß haben, ja? Und das Schöne ist, wenn wir auf den Bühnen stehen, so in Deutschland zum Beispiel, ist ja einfach geil, so das Publikum ist ja einfach immer noch sehr, sehr wertend. In Amerika ist es einfach ein bisschen anders und ich liebe das, ja. Wenn du in Deutschland auf eine Show kommst, die Leute erstmal so, das ist dein Outfit, interessant. Ja, das ist einfach so und das ist so geil. Und das Geile ist, was wir auf der Bühne erzählen, das sind halt Jokes, es geht einfach um den Witz. Aber die Leute nehmen manchmal alles, was wir hier erzählen, für bare Münze. Auch im Internet. Die ganzen Kevins und Marvins, hängt euch auf bitte, halt die Fresse. Keiner will das hören, was ihr erzählt. Ja? Das, was ihr schreibt, interessiert keinen. Und das ist einfach so geil, wenn nach der Show kommen manchmal Leute und dann kam eine Frau zu mir und sagte so, ich habe über Techno-Partys erzählt. Und sie so, kann das sein, dass du ein Drogenproblem hast? Ich so, nee, eigentlich nicht. Ich glaube doch. Ich so, nein, und sie meint das wirklich ernst, so 3 Minuten lang, quatscht mich voll. Und ich so, nein, sie so, doch, ich glaube, du erzählst auf der Bühne, lächelst die ganze Zeit, du erzählst über Drogen und du freust dich. Ich so, ich mach Comedies, Entschuldigung. Ja? Und nach 2 Minuten hat es mir gereicht. Ich so, ey, ganz kurz, Timeout, ich habe kein Problem. Ich weiß, wo ich was herbekomme, ich weiß, wie ich draufkomme und ich weiß, wie ich wieder runterkomme. Ich habe kein Problem. Ja? Und das hat sie akzeptiert, dann sind wir koksen gegangen. War ein geiler Abend. Ja. Wir sind jetzt auch zusammen, aber das ist eine andere Geschichte. Und das Schöne ist, ihr habt richtig Bock auf Comedy. Und manchmal ist es so, weil Comedy ist Geschmackssache. Jeder mag was anderes, aber manchmal hast du Shows, da funktioniert es nicht. Ich habe in Lüneburg gespielt vor 200 Leuten. Es hat nichts funktioniert. So wie jetzt. Totenstille. Ja? Es saßen 10 Leute im Publikum, die haben sich nach 5 Minuten nicht mehr getraut zu lachen. Man muss dazu sagen, deutlich älteres Publikum, also viele Silberrücken dabei. Ja? Also der Geruch war auch nicht schön im Raum, muss man dazu sagen. Ja, es war einfach... Ja, es war einfach richtig krass, ja. Und die haben mich gehasst. Die mochten mich einfach von Sekunde 1 nicht. Und ich habe keine Schimpfwörter. Und ich habe einfach versucht, den ganzen Friseurscheiß, den ich erzähle, einfach, es hat nichts funktioniert. Und nach 20 Minuten dachte ich so, wisst ihr was? Fickt euch. Und dann habe ich eine Nummer gespielt, die ich euch ganz kurz zeigen möchte. Haben wir Sauna-Fans hier? Einmal klatschen. Wer geht gerne in die Sauna? Yes! Ich liebe das. Sauna, schlapp, schlapp, schlapp. Ich liebe das, ja. Können auch die Frauen übrigens, aber das ist eine andere Geschichte. Mal gucken, ob ihr das kennt. Ihr geht in die Sauna, ihr macht die Tür auf. Ganz oben nicht Mädel, so Anfang 20. Schöne Brüste, schöner Hintern. Der Hintern guckt zur Tür, die Beine sind angewinkelt und gespreizt. Kennt das jemand? Ich auch nicht. Ich kenne das. Das war schade eigentlich, oder? Das, was ich kennengelernt habe in der Situation, meine ich gar nicht böse oder abwertend, ist eine Tatsache, sind immer sehr, sehr, und ich meine wirklich sehr alte Frauen, die so da liegen. Ich habe das in Hamburg mal gespielt, da sagte eine Frau aus der ersten Reihe, Mäuschen, alte Männer sind auch nicht so sexy, wenn die so da liegen. Das ist richtig. Aber da guckst du nicht rein. Also das ist... Und ihr erinnert euch, wo ich das gespielt habe. 200 alte Menschen hassen mich komplett. Ja? Und auf einmal lacht eine Frau in der ersten Reihe. Und die war 150 oder so. Wirklich, hätte sich totgelacht, wäre geile Presse gewesen. Aber sie hat sich als einzige Person kaputt gelacht. Und dann habe ich das thematisiert. Ich so, ja, ich finde es cool, dass du darüber lachen kannst, dass du verstehst. Ich mache Jokes, ich mache Witze. Ist nicht böse gemeint. Sie guckt mich an. Nee, nee, ich liege auch immer so. Ah. Ja, auch mit ihr bin ich hier zusammen, aber... der beste 3 meines Lebens gewesen. So, bin fertig. Dankeschön. Ciao.
für euch aus Hamburg, Dennis Grund. Also, ich bin ehrlich dafür mehr Ernsthaftigkeit. Ich mag es nicht, wenn man so albern ist und irgendwie so die ganze Zeit irgendwie einen blöden Quatsch macht oder so. Also, ich finde, das ist auch hier eine ernste Show. Und was ist hier eigentlich heute für ein Konzept? 2G, 2G Plus, Premium, Flex, Basic? Das hört sich mittlerweile an wie so Tarife, oder? Wenn du fliegen gehst, irgendwie so, ja, nämlich 2G plus 3 Premium, Saver. So 2G plus und du brauchst einen Cocktail in der Hand, um reinzukommen. Einfach ein bisschen aufzustocken, das Ganze. Ich werde, ich mit dieser Maske, ich vergesse es immer. Also ich vergesse es zu Hause, immer, die ganze Zeit, ich vergesse es immer. Und dann gehe ich aus meiner Tür raus und laufe so 300 Meter. Und kennt ihr das, wenn ihr dann irgendwie so auf die Straße guckt und dann liegt da so eine und ihr denkt euch so, naja, also wenn die Taube runtergehen würde, dann wäre es meine. Was esst ihr an Weihnachten? Habt ihr so ein Ding, so ein Signature-Dish? So bei euren Eltern oder so? Bei uns gibt es immer Lachs. Lachs mit Kartoffeln. Bei euch? Was? Lachs gibt's Karfreitag? Laber nicht. Außerdem kann man auch... Lachs ist beste Fisch, kannst du immer essen. Kannst du Karfreitag, Karsonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Christi Geburt, scheiß drauf, Lachs. Machst du Lachs, wirklich beste Fisch. Er war richtig schockiert, dass du an Karfreitag keinen Lachs isst. Ja, was ist denn an Karfreitag? So, was ist da? Da ist Jesus mit der Vorhaut. Das ist da... Ah, deswegen soll man auch Fisch essen. Ja, was isst ihr denn an Weihnachten? Was isst du an Weihnachten? Ich, ja. Mal gucken, was Mama kocht. Mal doch die Wäsche rauslegen, die du am Abend hast. Vielleicht kriegst du auch Lego Technik. Ja, oder ein Bier. Wer weiß denn, was er isst? Was kocht denn die Familie an Weihnachten? Habt ihr Familien? Was esst ihr an Weihnachten? Gans. Eine ganze? Eine halbe ganze. Geil. Ich finde, jetzt ist ja immer so diese Werbung so von Aldi, die haben ja auch so Premium-Stuff. Ne? An Weihnachten haben die immer so Premium-Stuff. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass das Wort Riesengarnele einfach falsch ist. Ja, überleg doch mal. Also, ist doch nicht wirklich riesig, oder? Also, wenn ihr sagt, irgendwas ist riesig, dann ist das nicht so groß. Oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, wenn du das schon verkaufst, dann mach solche. Irgendwie, dann machst du solche, so. Das, also, dann sage ich, okay, ist Riesengarnele. Aber nicht so. Ist nicht riesig. Ich kann eine pissige Augen. Kleine Scheißgarnele, die in irgendeinem so vietnamesischen Sumpf aufgewachsen ist. Ey. Richtig ekelhaft. Man denkt immer, man isst irgendwas, was so im Meer, in so einem Ozean... Du isst irgendwas, wo mehr Garnele als Wasser drin war. Das ist richtig schäbig. Garnelenzucht ist... Hm. Ja. Garnelenzucht ist... Können da auch nicht riesig werden, wenn die kein Wasser haben, wo die drin schwimmen können. Also wenn eine andere Garnele dich blockiert in deinem Wachstum, dann wirst du halt nicht riesig. Ja, lieber eine Gans. So eine richtige schöne polnische, die so, so übelst gestopft wurde. Einfach mit so einer. Die werden ja so mit so Spritpistolen, aber da kommt dann kein Sprit raus, sondern Mais. Ihr stopft per Hand, oh. Zu Potsau. Oh, oh Gott. Was habt ihr für ein Weihnachtsfest? Vater, kannst du die Mutter noch stopfen heute? Okay, das eskaliert. Wir gehen über.
wir vergessen, was du gesagt hast, du Sau. Komm, zu unserer ersten Künstlerin heute Abend. Sie ist zum ersten Mal bei Nightwatch. Ich freue mich, dass sie hier ist. Empfangt sie mit einem warmen Applaus. Hier ist für euch aus Köln Laura Brümmer. Hallo! Oh, es kommt zurück, hallo. Ja, ich bin Laura, ich bin Musical-Darstellerin gelernte. Und, aha, danke für die Reaktion, sonst niemand. Keiner sagt ein Wort, sie ist arbeitslos. Ja, das ist... Ein, zwei haben geweint, ich sehe es in euren Augen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Also es war nicht ganz so schlimm, bevor alles ganz schlimm wurde. Also ich habe tatsächlich einen Job gefunden nach meiner Ausbildung und ich war beim Dschungelbuch. Ja, Dschungelbuch ist bekannt einigen, also um die abzuholen, die immer durcheinander kommen, wenn es um so Disney-Sachen gibt. Dschungelbuch ist da, wo Tarzan mit Timon und Pumba auf dem fliegenden Teppich nach Narnia reist. Und da trifft er so eine rothaarige Dünne, die hat ihren Fischschwanz gegen Beine eingetauscht, so. Und dann wirft sie ihm mit 7 sehr, sehr kleinen Männern 8 Kilo Haare ins Gesicht. Und am Ende probieren es alle mit Gemütlichkeit und einem Löffelchen voll Zucker. Das ist so ungefähr das Dschungelbuch, um jetzt euch abzuholen. Und ich war die Schlange. Genau, danke. Das ist auch nicht der Witz gewesen, das ist einfach nur mein Leben. Und ich habe einfach ein ganz neues Gefühl für viele von euch, die heute hier sind. Denn ich hatte das erste Mal in meinem Leben einen Schwanz. Es war... einfach was Neues. Ich dachte auf einmal, ich kann Stand-Up-Comedy machen. Es war krass. Ich habe den... irre. Es war... ja, ich habe den gehabt und dann... wir mussten uns kennenlernen. Ich so, oh, hallo und so. Und habe ihn dann so mitgenommen überall hin. Wir haben uns so im Kreis gedreht. Ich bin so gesprungen damit. Und dann bin ich ein bisschen zu wild geworden. Bin so zu meinen Kollegen beim Essen hingegangen. Habe die so ins Ohr gepiekst. Die fanden das jetzt nicht super. Dann habe ich einfach ins Gesicht geschlagen. Es hat denen nicht so gut gefallen, muss ich sagen, aber ich hatte ja den Schwanz. Und seien wir ehrlich, so läuft's. Ja, und dann, ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Und dann waren wir in einem Theater und ich habe den da so abgelegt und es sah einfach schön aus. Was soll ich sagen? Es sah einfach so schön aus und ich habe ein Foto davon gemacht und das einfach so verschickt. Aber dann ist es mir halt auch klar geworden, ne? Also Feminismus funktioniert ja in beide Richtungen. Auch du, Laura, kannst nicht einfach so ein Foto von deinem Schwanz verschicken. Das will keiner sehen. Und ich möchte jetzt, also kann ja sein, dass das hier schon mal irgendjemand gemacht hat, so. Mega weirder Blickkontakt. Sorry. Ich habe niemanden angeguckt. Kann ja sein, dass das mal jemand ungefragt gemacht hat, jetzt zu meiner Verteidigung, ja. Mein Schwanz war blau, hat geglitzert und war 6,5 Meter lang. Also wenn im Zweifel euer Schwanz diese Kriterien nicht erfüllt, dann einfach nicht ungefragt irgendwo rumballern im Internet. Das wäre einfach nur mal so als Input für euch. Ich habe dann tatsächlich also das Dschungelbuch dann abgeschlossen. Das war auch alles sehr, sehr schön. Dann kam ja, was wir alle wissen, und ich habe einen Job gefunden in einer Frauenarztpraxis. Es war ganz anders. Ich war da, ich habe nicht irgendwo reingeguckt oder so, keine Sorge. Also so, ich singe sonst, aber jetzt hier, zack, oh, Kinder. Also das... habe ich nicht gemacht, keine Sorge, ich habe nur am Empfang gesessen, ich habe so Pillenrezepte ausgestellt. Das heißt, die Leute haben so angerufen und waren so, hallo, ich möchte gerne ein Rezept für meine Pille. Und ich so, im Lockdown, ich so, ach, du bummst, cool. Dann. Das ist unfair, bisschen, also sag ich mal, nee. Kein Rezept, ich war so ein Sexgott, aber halt Anti, so eine Anti-Oprah, so, kein Pillenrezept für dich, kein Pillenrezept für dich. Das war... eine gute Zeit, dann habe ich so ein Gespräch mit der Chefin, dann habe ich dann doch wieder richtig gemacht. Aber ich habe halt eine verschobene Vorstellung von vielen Dingen, so habt ihr ja von meinem Beruf jetzt schon mitbekommen. Und tatsächlich auch von der Liebe. Also Disney und so Prinzessinnen-Sachen, das ist nicht wirklich, wie es läuft, seien wir ehrlich. Also so Prinzen auf Pferden und die singen dir Lieder und so, hier schon so ein, es ist schwer. Man ist so ein bisschen... ja, falsch gepolt, nachdem man zu viele von diesen Filmen geguckt hat. Und ich habe aber, als ich in der Frauenarztpraxis war, ein ganz neues Bild von Liebe bekommen. Denn eines Tages kam ein Mann rein,
Große Überraschung, wir alle schon so, oh, aufgeregt. Der hat sich verlaufen, wie machen wir es jetzt? Nee, also, und er kam rein, er wollte, es war geplant, er kam rein und hat gesagt, hallo, ich möchte etwas abgeben für meine Frau. Ich so, okay, gut. Und hat mir mit Blickkontakt eine Stuhlprobe auf die Anmeldung gelegt. Und da habe ich gedacht, wenn du mit der Scheiße deiner Frau in der Jackentasche mit der Straßenbahn in eine Frauenarztpraxis fährst, Alter, das ist Liebe, Mann. Gibt's? Ja. Der Mann ist ein Held. Er ist ein Held. Manche möchten nicht mal Tampons kaufen. Sie sind so, bah, Watte. Was ist dein Problem? Du ekelst dich auch vor Schafen oder so. Deinen eigenen Pullis. Das ist voll weird. So einerseits so Pornos gucken mit, keine Ahnung, Gemüse und jeder bringt noch eine Kettensäge mit. Und es ist so, ja, mehr, mehr. Aber bei Tampons so, wow, widerlich. Aber das war für mich so eine neue, das ist ein neuer Standard für Beziehungen. Ich fahre jetzt auch ganz anders Straßenbahn. Ich immer so denke, da steht dann so einer und er guckt so ein bisschen verliebt, er ist so hm. Und ich denke so, du hast Scheiße dabei, oder? Ich sehe das. Ich kann das sehen, ja, ich sehe das. Vor allem, was ist der richtige Ort für so einen Scheiße-Transport? Auch guter Song, was ist der richtige Ort für einen Scheiße-Transport? Mache ich was draus. Das wird ein Hit. Der richtige Ort für so einen Scheißetransport, wie machst du das? Weil ich habe dann überlegt, so oben in die Manteltasche, einfach nah am Herzen. So, ich habe immer ein bisschen von Renate dabei. Ja, immer hier. Oder halt so direkt zack in die Seiten, du bist morgens da, hier Schlüssel, Portemonnaie, Scheiße, alles klar. Gib ihm, das ist mein Weg zur Arbeit. Oder halt klassisch dann, oder ganz klassisch, du bist noch zum Meeting verabredet, packst alles in die Aktentasche, ne, gehst los, dann machst du ja aber beim Meeting auch das, holst die Papiere raus und bist so, das, ach so, ja, das ist scheiße. Das ist, das, ach nee, das ist nicht meine eigene, nein. Nee, das wäre ja seltsam. Das ist von der Silke. Nee, also. Hi. Sie wollten meinen Freund nicht reinlassen, aber es ist bis nachher, Schatz. Toller Mann. Lieb den. Kann man sich nicht ausdenken, ne? Das ist wirklich, das war klasse. Wo war ich? Ja, nee, also jedenfalls mit der, ich war bei der Aktensache, ne? Nee, also genau, ich stelle mir dann halt vor, so, die Scheiße, nee, kommt jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, ich muss, glaube ich, aufhören. Also in dem Sinne, morgens Anal, abends Elmex, das ist so das, was ich euch sagen wollte. Dankeschön. Laura Brümmer! Dankeschön. Das ist mega nett von dir, danke dir. Oh, ich liebe meine Fans. Danke. Hast du mir gerade einen Stinkefinger gezeigt? Moment. Oh. Nee. Deiner ist schwarz. Das ist ja politisch ziemlich inkorrekt, was du gerade sagst, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist Blackhanding, was du machst. Gibt's das? Ab jetzt. Bist du die Erste, die Blackhanding eingeführt hat. Krass. Danke. Oh, die riechen gar nicht. Was ist das? Was ist das für eine Blume? Ja, eine rote? Was ist denn da bitte schön rot? Ja, eine Rose sehe ich auch, aber das andere Ding.
Ist das Kakao? Boah, auf jeden Fall ist es hart allergisch. Oh, weg damit. So. Aber danke nochmal. Wer bist du denn? Warum hast du das jetzt für mich mitgebracht? Also ehrlich gesagt finde ich das jetzt nicht irgendwie applauswürdig, weil das hört sich so an, als wäre ich irgendwie total bedürftig. Und ehrlich gesagt bin ich voll hübsch und voll reich. Okay. Aber it's Christmas time, die Herzen gehen auf. Habt ihr mal schon mal drüber nachgedacht, dass wenn Ariel, also wenn die Hälften, wenn die obenrum Fisch gewesen wäre und... Ob der Erik das trotzdem gemacht hätte, so, weißt du, also, naja, wenigstens hättest du dann, naja, weil so ist halt schwierig, weil ein Fisch hat, glaube ich, nur eine Kloake, oder? Also, wie bei so einem Huhn. Das ist Pipi und Kacke aus einem Loch, ne? Mhm. Das ist, wenn du bei einer Geburt, habe ich gelernt, wenn das komplett reißt, alles, dann hast du eine Kloake. Hi. Ja. Ja, wer will Kinder? Wow. Ist mega kalt hier drin. Können wir die Tür mal zumachen? Also ganz ehrlich, wenn wir dann alle zwar keinen Konora haben, aber tot sind, weil erfroren, dann ist auch blöd. You know? Same, same, but different. Nee. Bei mir ist so, in meiner Wohnung funktioniert irgendwie keine Heizung mehr. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich muss sie ständig entlüften und so eine Scheiße. Deswegen habe ich letztens einfach den Ofen aufgemacht und an. Habt ihr schon mal ausprobiert? Es funktioniert halt nicht, weil mein Ofen ist launisch. So, mein Ofen macht nicht die Temperatur, die ich ihm sag, sondern die, die er will. Ich habe schon mal so ein Schlemmerfilet rein aus der Gefriertruhe und nach 40 Minuten war es kälter als vorher. Weil mein Ofen gesagt hat, nee. Und dann habe ich mal eins rein, es war nach 2 Minuten schwarz. So, als weil er einfach 800 Grad gemacht hat. Mein Ofen ist eine richtige Bitch. Ah, mir ist kalt. Ah, ist mir kalt. Oh, wenn ich kalt bin, kann ich nicht moderieren. Ah, mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Wer von euch hat ein Auto? Wer fährt ein Auto? Krass, du siehst doch gar nichts durch deine beschlagene Brille. Fährst du so Auto? Weil dann fährst du wie ich. Ich finde auch, dass das vorne nicht mehr Kotflügel heißen sollte, sondern Fahrradramme. Weil das einfach viel mehr widerspiegelt, was das eigentlich ist da vorne dran. Weil wir fahren ja nicht mehr durch kniehohe Scheiße. So, versteht ihr? Kotflügel macht keinen Sinn, aber wir alle rammen Fahrradfahrer. Oder? Machen wir doch. Oder? Hast du auch ein SUV? Egal. Oh, ich habe so eine... Boah, ich habe... Sitzheizung? Hast du Sitzheizung? Schade. Das ist schon geil. Dein Spritverbrauch steigt zwar so um 700%, aber wenn du da sitzt... Vor allem ist das auch ganz gut, weil du musst auch... Also, weil du hast ja, wenn du zum Beispiel zum Sport gehst, hast du 2 Möglichkeiten, dich vorher aufzuwärmen. Entweder du fährst mit dem Fahrrad hin oder du machst halt die Sitzheizung auf 3. Same, same. Oh, ist schon, Sitzheizung ist geil, ne? Weil das ist auch der einzige Ort, weil mein Herd funktioniert ja nicht, ne? Deswegen ist das der einzige Ort, wo ich so ein Rinderfilet durchgaren kann, so, ne? Ist halt schon sehr energetisch schlecht, so, weil der Motor muss 7 Stunden laufen für ein Filet, aber hey, machst du nix. Dein Auto ist von 1980? 89? Da gab's Autos? Krass, musst du da noch irgendwas kurbeln? Hast du... Was machst du denn? Hast du dieses Auto von den Flintstones? Ja, aber du! Musst du unten laufen? Du bist das, geil. Was kann das? Hat das einen Rückwärtsgang? So, nee. 3 Vorwärtsgänge. Das hat 3 Gänge. Ich hatte mal ein Fahrrad, das hatte mehr. Geil. Fährt nur 100. Krass, was ist das für ein Auto? Eine Ente. Oh, wie süß. Wenigstens kein Dacia. Ne? Dacia, kennt ihr diese Leute, die so ein SUV, so ein Dacia-SUV? Ich finde das nicht, ich finde das unnötig. Wenn du kein Geld hast für ein Cayenne, dann kauf dir kein SUV. Also so ein Dacia.
Du machst dann auf dicke Hose mit so einem Auto, aus dem man nicht mal Playmobil herstellen würde, aus dem Material. Das ist einfach, du bist die Knautschzone bei dem Ding, weißt du? Vorne, das ist Pappe, kauf das nicht. Und dann immer dieser Werbespruch von Dacia. Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Hä? Verstehe ich nicht. Kein Influencer der Welt, der was auf sich hält, außer Lothar Matthäus, würde dafür Werbung machen. Wirklich. Horror. Also, nochmal zurück zu deinem Auto. Keine Sitzheizung, keine elektrischen Fensterheber. Nee. Drei Vorwärtsgänge, Rückwärtsgang. Ja. Musst du kratzen? Ja, natürlich. Auch innen? Oh, du Opfer! Oh mein Gott! Du bist wie ich damals in der Schule mit so einem Golf. Du hast einen Tiefgaragenstellplatz. Läuft bei dir. Wow, das ist schon mal ganz gut. Aber von innen kratzen ist richtig, richtig entwürdigend. Ne? Mein erstes Auto war so ein Golf 2 Cabrio. Und ich hatte 13 Kilometer bis zur Schule. Und wenn ich früh eingestiegen bin, so, dann bin ich erstmal am Lenkrad festgefroren mit meinen Händen. So, und dann, wenn ich in der Schule war, habe ich meinen Atem nicht mehr gesehen. So langsam ist das Ding aufgeheizt. Und das fährst du, wie alt bist du? 26. Ah, du hast noch ein bisschen Zeit, um Erfolg zu haben. Auf jeden Fall. Das ist gut. Abo, Erfolg. Wir haben jetzt auch noch einen, der zum ersten Mal hier ist. Wir haben heute voll das krasse Newcomer-Line-Up. Obwohl ich mal ganz kurz jetzt mal sagen muss, und ich mache das wirklich selten, aber die Laura gerade, die zum ersten Mal. Alter, war das lustig! Ey! Also ganz ehrlich. Ich will jetzt auch keinen Druck aufbauen auf den, der jetzt kommt. Aber das war, ich mache das schon eine Weile und den ich noch nie gesehen habe, so, und vor allem eine Frau, die so souverän hier oben einen abschwänzelt. Ey, Lego Mio Funny Laura, hier. Titten raus ist Sommer, geil. Also hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt kommen wir zu einem, der, wie ich damals Bayern verlassen hat, nach Köln gezogen ist. Um Comedian zu werden, ich habe die 8 Jahre Schwänzelutschen schon hinter mir. Mal schauen, was er in den nächsten Jahren noch so macht, um hier hinzukommen. Und ich bin froh, dass er da ist. Hier ist für euch aus Bayern der Fabian Lampert. Ey, was eine geile Anmoderation, ehrlich. Jetzt habe ich wirklich gar keinen Druck. Erst wird davor gesagt, wer da vorne dran war, war Maschine und ich muss es dann Schwänze lutschen. Spitze. So, ja, ich komme aus Bayern. Ich bin noch nicht lange hier, sondern es ist aber richtig geil, einfach hier zu sein. Ich bin wirklich hierher gezogen, um Comedy zu machen, und dass ich jetzt hier stehen kann, ist wirklich Gänsehaut. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Ja, ich habe auch ein Handicap so, ich bin schwerer Lebensmittelallergiker, allergisch gegen Milch, Ei, Nüsse und Gluten. So, das Einzige, was es an einem Restaurant für mich gibt, ist das All-You-Can't-Eat-Buffet. So, und ich will mich auch nicht beschweren, es gibt 2 Sachen, die mich richtig daran stören, dass ich Allergiker bin. Und Sache Nummer 1, und da müssen wir jetzt alle irgendwie gemeinsam durch, ich kann kein Bier trinken. Ja, da ist die Energie gleich weg. So. Und ich komme aus Bayern und Bier trinken gehört ja wirklich auch zur Lebenskultur so dazu. So wirklich, das ist pure Lebensqualität. Und ich glaube, es gibt in Bayern nur eine Sache, so, die mehr zur bayerischen Kultur beigetragen hat, wie Bierzelt. Und das ist Sex mit Verwandten. So, ich habe euch auch so einen kleinen Merkspruch mitgebracht. Und zwar, in Bayern, da ist das Familienleben erst perfekt, wenn der Sohn neben dem Schaf auch noch die Schwester deckt. Das habe ich in der Schule gelernt. So, was ich auch gelernt habe, ist, mit dem Zirkel meinen eigenen Stammbaum nachzuzeichnen. Sieht dann aus wie ein großes Audi-Logo. So, und das ist meine Heimatstadt übrigens. Ganz liebe Grüße nach Ingolstadt. So, ist kein Wunder, dass Audi ihren Sitz in Bayern hat. Naja, so. Was ich auch cool finde, ist mir aufgefallen, es gibt dann auch so kulturelle Unterschiede. Wenn man sich hier in Köln familiär nahe steht, dann sagt man sowas wie, ah, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. In Bayern sagst du, ah, guck mal, da schließt sich der Kreis.
So, und deswegen, ich habe auch sehr viel Nachrichten geguckt in letzter Zeit. Und ich gebe euch mal einen Denkanstoß, weil das hat mich sehr verwirrt, als ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, dass Markus Söder auf dem CDU-Parteitag seine Kreise zieht. Schauen Sie, in meiner Familie geht's rund. Ja, die zweite Sache, die mich am Allergikersein stört, ist, dass wenn ich sage, dass ich gegen Milch, Ei, Nüsse und Gluten allergisch bin, dann bekomme ich sofort die Antwort, Moment mal Fabian, dann bist du ja praktisch wie so ein Veganer. Und das, finde ich, ist eine sehr steile These. Weil wir Allergiker, wir haben mit dem Verzicht angefangen so. Das war nicht freiwillig, aber we walk the walk, okay? So, und der Veganer hat sich gedacht, Mensch, das ist ein richtig cooles Konzept. I talk the talk, okay? So, deswegen sind für mich Veganer nichts als Möchtegern-Allergiker, okay? Weil wir Behinderten, wir sind das Original. So, wir sind das Nutella und der Veganer ist das Nutoka. Was ziemlich belastend ist, weil ich beides nicht essen kann. So, weil ich möchte mich jetzt auch ehrlich nicht über Veganer lustig machen. Wenn hier Veganer da sind, wirklich bleibt dabei. So, ich möchte auch keine Witze machen über Tofu, einfach weil ich das geschmacklos finde. So, was wirklich geschmacklos war, war meine Religionslehrerin in der 8. Klasse, weil sie hatte bei uns ihre Lehrprobe und die lief super. So, und dann hat sie uns als Dankeschön jedem so ein Stück Vollmilchschokolade geschenkt. Und ich war so, Entschuldigung, aber das kann ich leider nicht essen. Daraufhin meinte sie, was? Du kannst keine Vollmilchschokolade essen? Also an deiner Stelle würde ich mich umbringen. Ja, war in der 8. Klasse. Den Rest der Stunde haben wir dann über aktive Sterbehilfe debattiert. Ich habe noch nie so viel im Unterricht teilgenommen. Ja, ansonsten hänge ich auch sehr viel in Reformhäusern rum. Lerne da auch überwiegend Frauen kennen. Weil ich... Das ist mein letztes Date. So. Weil ich mir so dachte, ich gehe da einkaufen, ich mache da mein Dating, ich halte mir meine Wege kurz. So. Und ich habe da mittlerweile auch eine ziemlich geile Pickup-Line. Und Nightwatch, das ist jetzt mein Geschenk an euch. Ich schenke euch meine Pickup-Line aus dem Allnatura. Und zwar geht die folgendermaßen. Hey Baby, vergiss die Leinsamen. Lass mich dich einsamen. Funktioniert vor allem bei Gehörlosen. Super! Da kannst du dir Tinder direkt wieder deinstallieren, Alter. Finde ich sowieso völlig unnötig. Mich hat da mal eine angeschrieben auf Tinder. Sie meinte, hey, Fabian, wie machst du es denn mit dem Frühstück? Schüttest du dir zuerst Milch in die Schale rein oder zuerst die Cornflakes? Und dann meinte ich, Milch ist bei mir schwierig. Da bin ich die falsche Adresse, Schwester. So, wenn ich mir da Milch reinschütten würde, dann würde ich sterben. Und daraufhin meinte sie, dann stirb doch einfach. Ich habe mir dann ihr Profil nochmal genauer durchgelesen und habe gesehen, die Frau ist Religionslehrerin. Da schließt sich der Kreis. So, aber ich möchte auch ehrlich keine Witze machen über ReligionslehrerInnen, möchte die da nicht bashen, weil die haben einen verdammt harten Job, so, okay? So, die müssen im Jahr 2021 so einer Instagram- und TikTok-Generation sagen, dass das, was Jesus im Jahr 21 gemacht hat mit dem Wasser und dem Wein, auch ganz schön lit gewesen ist. Kleiner Spoiler, das juckt keinen. So. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie muss das ja dieser jungen, flyen, hippen Generation wieder näher bringen, so das Ganze. So. Und ich schaue euch an, ihr seid ja auch alle sehr jung, sehr fly und sehr hip, mehr oder weniger. Hab's mir auch gerade nicht selber abgekauft, ehrlich gesagt. Und ich dachte mir so, was richtig cool funktioniert bei den coolen Kids gerade, sind diese Eistees, ja? Das sind diese Brattees, diese Dirties, diese Hafties. Und ich dachte mir, auf den Zug muss die Kirche doch jetzt aufspringen. So, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Kickt den Wein von der Karte und stellt euch doch einfach vor, ab jetzt, für euch, exklusiv, in jeder Kirche erhältlich, der Jesus Christi. Bam! So, Weltfrieden einfach. So, kannst du auch wirklich jede Geschmacksrichtung rausbringen. Kannst du anfangen mit den Klassikern, Weihrauch, Myrrhe, Gold. Dann die Feiertagsedition, ein bisschen Minze dazu, zack, hast du Gründonnerstag. So, oder mein Favorite, der Christi Himmelfahrt. So, ich meine, wenn du faul bist, kannst du auch ein Hostie rausbringen. Also ich weiß es nicht, wie es euch geht, Nightwatch, mir ist gerade schon ein bisschen warm geworden. So. Puh, ist das warm.
Das ist ein Hunderter, aber es hat mich 1 Euro beim Teddy gekostet. War die beste Investition meines Lebens. Alter, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mein Name ist Fabian Lampert. Für euch zum ersten Mal bei Nightwatch, Fabian Lampert. Und jetzt, vielleicht zum letzten Mal bei Nightwatch, Sven Benzmann. War das die Überraschung? Eda performen. Okay, ich weiß es noch gar nicht. Leute, wie geht's euch? Alles gut? Yeah! Sehr schön. Ich freue mich richtig krass darüber, dass wir das hier durchziehen können. So unter 2G+, sind alle entweder geimpft, genesen und dazu sind alle getestet. Ich glaube, safer wäre es nur gewesen, wenn wir uns vor der Show alle am ganzen Körper einlaminiert hätten. So, aber ich finde es auch deswegen cool, weil wir ein Weihnachtsspecial machen und ich bin ein absoluter Mega-Weihnachtsfan, weil ich finde, an Weihnachten kann man endlich Sachen machen, die man den Rest des Jahres einfach nicht machen darf. Und da war ich letztens auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und es geht um das Thema Glühwein. Glühwein, woo, yeah, es sind alkoholkranke Menschen da, das ist schön. Bei Glühwein finde ich das Konzept unfassbar spannend. Das geht eigentlich nur zu Weihnachten, weil man nimmt irgendeine Plörre aus dem Tetrapack, so richtig hochprozentige, eklige Scheiße, die nur warm schmeckt. So, und dann, weil das noch nicht genug knallt, packt man da noch Schuss rein. Und jetzt stellt euch mal vor, irgendwann im Sommer sitzt man mit Freunden im Biergarten, bestellt sich ein Bier. Und dann dazu, weil das noch nicht genug knallt, noch ein Obstler, den kippt man da rein. So, ich glaube, das wäre einfach gut. Bei Fabian in Bayern wird man sagen, hat zünftige Brotzeit. So. Ich habe überlegt, als ich da unterwegs war, auf dem Weihnachtsmarkt, waren so Bühnen aufgebaut, da singen dann ja immer so Kinderchöre und sowas. Und diese Weihnachtslieder sind toll, aber diese Kinder sind ja kurz vorm Stimmbruch und ist nicht so toll. Und dann habe ich gedacht, wäre das nicht schön, wenn diese alten klassischen deutschen Weihnachtslieder, wenn die gesungen werden würden von großen Stimmen der Musikgeschichte. Und ja, dann habe ich mich mal so ein bisschen hingesetzt, habe das so ein bisschen umgebaut und ich werde jetzt nur für euch große Stimmen der Musikgeschichte imitieren. Die singen dann nur für euch, singen die, ich meine dich, ja genau, nur für dich, singen die ganz klassische Weihnachtslieder und ich probiere das sehr, 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 sehr authentisch rüberzubringen. Also ich versetze mich immer, ich fange an mit Louis Armstrong. Kennt ihr Louis Armstrong noch? So, I see trees of green, what a wonderful world. Ne? Okay, kurz reinkommen. Und der singt O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt dich nur zur Sommerzeit. Es hört sich immer an wie Chewbacca von Star Wars. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Thank you so much. Wir kommen zu einem zweiten Akteur. Ich habe 3 für euch mitgebracht. Der zweite ist eine der markantesten deutschen Stimmen wahrscheinlich überhaupt. Und das geht raus an den Stream. Da draußen beschweren sich oft Leute. Ich würde zu viel schreien. Eat this. Es ist Herbert Grönemeyer. Und der singt nur für euch. Klingglöckchen, klingelingeling. Klingglöckchen, kling. Okay. Kling! Glöckchen! Klingelingeling! Kling, Glöckchen! Oh! Wah! Kling! Lasst mich rein, ihr Kinder! Ist so kalt, der Winter! Bochum, mach. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, oh, 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 kling. Dankeschön. Okay.
einen allerletzten habe ich noch mitgebracht. Der geht nur mit Alkohol, das ist das Schöne daran. Hier so ein bisschen. Das muss ich irgendwie gucken. Oh, ist mit Schuss? Okay, pass auf, der letzte. Mein SUV fährt von selbst. Okay, der letzte, ich muss es irgendwie hier hinkriegen mit Alkohol zusammen. Es ist Joe Cocker, singt für euch alle Jahre wieder, nur für dich. Alle Jahre wieder. Kommt das Christuskind, yeah, yeah, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Unfassbar kalt. Oh, kennt ihr das, wenn sich sowas anbrodelt, so? Ui, ihr werdet live dabei sein, Leute. Alle Jahre wieder Habe ich gerade Applaus für ein Bäuerchen gekriegt? Das ist ja der Wahnsinn. Kommt das Christuskind! Dankeschön, das war's von mir, liebe Leute. Dankeschön. Sebastian! So, und jetzt kommen wir zum nächsten Act des heutigen Abends. Wie sieht's aus? Habt ihr Bock, Nightwatch? Hier ist nur für euch, give it up for Caro! Moin, Köln! Das meiste, was ich über Beziehungen weiß, habe ich von meinen Eltern gelernt. Und meine Eltern haben mir beigebracht, dass die Frau eine Königin ist und der Mann ihr willenloser Sklave, der absolut alles tun muss, was sie will. Als ich meinen ersten Freund hatte, war ich wirklich sehr verwirrt. Ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der hat die ganze Zeit Widerworte und macht nicht, was ich will, das gefällt mir nicht. Da meinte sie, Caro, Schatz, das ist ein sehr langer Prozess, der zumindest eine Hochzeit beinhaltet. Der langen Rede kurzer Sinn, hi, ich bin Caro, 35, aus Bremen, zweimal geschieden und seit 10 Jahren Single. Vielen Dank, in der Therapie kriege ich dafür nie so viel Applaus. Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Mir ist etwas an mir aufgefallen, das hat mir gar nicht gefallen. Und zwar, wie ihr euch vorstellen könnt, ich bin super sympathisch, ich habe sehr viele Freunde. Und wir haben so einen Freundeskreis und feiern gerne Partys. Und da war immer so ein Typ, der hat mich immer angestarrt. Aber immer, wenn ich mit ihm reden wollte, dann ist er so weggegangen. Und um ganz ehrlich zu sein, Köln, ich habe gedacht, er hasst mich, weil ich dick bin. Und irgendwann habe ich gedacht, den schnapp ich mir mal. Und dann bin ich direkt zu ihm hingegangen und habe gesagt, du starrst mich die ganze Zeit an, aber jedes Mal, wenn ich mit dir reden will, dann gehst du so weg. Was ist dein Problem? Und dann meinte er, Caro, ich finde dich sehr süß, aber ich mag dich nicht. Ich finde dich so richtig scheiße. Du bist so richtig laut und aufdringlich und ständig betrunken. Ich dachte übrigens, das wäre einer meiner besseren Eigenschaften.
Und manchmal, wenn ich hierher komme und ich sehe von Weitem dein selbstgefälliges Grinsen, dann drehe ich einfach wieder um und fahre nach Hause. Und ich dachte nur so, Gott sei Dank, er findet mich nicht zu dick. Was war ich erleichtert. Und dann dachte ich so, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich mehr darüber nachdenke, was jemand über mein Aussehen denkt, als über mich als Person. Und dann habe ich das ein bisschen reflektiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so sehr auf Äußerlichkeiten fixiert ist. Manche Leute rennen 5-mal die Woche ins Fitnessstudio und fressen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Manche Leute lassen sich sogar die Rosette bleichen. Köln, ich habe keine Ahnung, wie meine Rosette aussieht. Und ich frage mich immer, wie kommen die so darauf? Sitzen die so bei sich zu Hause in einer stillen Stunde? Auf dem Sofa, hoffentlich mit einem Handtuch. Mit sehr weit angezogenen Knien und einem Handspiegel und denken so, da muss ich mal was machen. Das sieht ziemlich düster aus. Meine Freundin hat völlig den Vogel abgeschossen, die lässt sich jetzt die Muschi optimieren. Also ihre Vagina scheint irgendwelchen Normen nicht zu entsprechen und deswegen schämt sie sich. Und ich dachte nur so, echt jetzt? Du schämst dich für deine Muschi? Willst du nicht mal lieber an deiner schrecklichen bipolaren Persönlichkeitsstörung arbeiten, Steffi? Das ist aber vielleicht auch ein bisschen egoistisch von mir. Seit 18 Jahren halte ich meine Muschi den Leuten direkt vor die Nase, ohne mich zu fragen, ist das überhaupt ästhetisch? Friss oder stirb. Hauptsache, du machst weiter, bis ich fertig bin. Ja, es ist so, wenn man einen Mann dabei, also bei mir, ich habe einen Orgasmus, Wahrscheinlichkeit alleine von 100%. Wenn ein Mann dazukommt, sinkt die Quote auf unter 50. Und deswegen erwarte ich Dankbarkeit. Ich erwarte Dankbarkeit. Tief empfundene, ehrliche, aufrichtige Dankbarkeit. Für den Nektar. Aber ich muss mir auch nicht so viele Gedanken machen. Ich habe eine stabile 8 von 10. Ich habe 100 Männer gefragt. Ein anderes Problem von mir ist, dass ich oft pleite bin. Und ich dachte, was kann ich dagegen tun? Und dann dachte ich so, ich habe diese 8 von 10 Pornomuschi, Prostitution. Und dann dachte ich, Prostitution ist vielleicht keine Lösung für eine Frau, die sich ekelt, in einen Bus einzusteigen. Dann dachte ich, was könnte ich sonst noch tun? Ich habe 2 Talente. Das eine ist, ich bin sehr lustig und kann Leute zum Lachen bringen. Das andere ist, ich bin sehr herrisch. Und Spoiler-Alarm, eins davon ist wesentlich lukrativer als das andere. Also habe ich das getan, was jede gute Frau tun würde und bin ins Internet gegangen und habe eine Anzeige aufgegeben. BBW Femdom erniedrigt dich. Mach mir ein Angebot, du Made. Es haben sich innerhalb von 2 Stunden 137 Männer gemeldet. Und einer davon hat mir 400 Flocken angeboten, wenn ich ihn 2 Stunden lang demütige. Und ich dachte nur so. Danke, Simon. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber danke. Einer davon hat mir 400 Flocken angeboten, wenn ich ihn 2 Stunden lang demütige. Und ich dachte nur so, meine beiden Ex-Männer schulden mir einen fetten Haufen Kohle. Trillionen von Euro. Und ich habe mich noch am gleichen Tag mit dem Typen getroffen. Und dass es jetzt wirklich war, das ist kein Scherz. Ich klingel bei ihm und es macht mir auf, ein 1,90 Meter großer, durchtrainierter, 27-jähriger Maurer in Damenunterwäsche. Und ich dachte, das ist der Moment, in dem sich entscheidet, ob ich jetzt 400 Flocken verdiene oder ob der Typ nachher meine Haut als Mantel trägt.
Aber 400 Flocken sind 400 Flocken, also habe ich es voll durchgezogen, Mann. Ich bin da rein, ich habe ihn angeschrien, ich habe ihn angespuckt, ich habe ihn geschlagen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder verheiratet. Und er fand es auch richtig geil, bis es so zu den Beleidigungen kam. Er hat halt mit sowas gerechnet wie, du Made, du Hund. Ich habe halt angefangen mit, na, versuchst du den sexuellen Missbrauch in deiner Kindheit zu kompensieren? Du kleiner Borderliner. Und das war der Tag, an dem ein 1,90 Meter großer Maurer in Damenunterwäsche mich aus seiner Wohnung geschmissen hat, weil ich ihm eindeutig zu verrückt bin. Aber ich habe mich im Voraus bezahlen lassen. Und bin nach Hause gefahren mit 400 Flocken in meiner Tasche und einem sehr selbstgefälligen Grinsen auf meinem Gesicht. Ja, das war's schon von mir. Wenn euch mein Set gefallen hat oder ihr euch nach unfassbarer Demütigung sehen, schreibt mir auf Instagram. Durch Caro! Du hast was vergessen, du Made. Deine 20 Cent. Du Made. Du Made. Oh mein Gott. Boah, ey, ganz ehrlich, noch ein Grad weniger Körpertemperatur und ich fühle mich wie Leonardo DiCaprio, ey, ohne Scheiße. Check! Check! Komm zurück! Oh, komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Ich fühle mich wie so eine Bartagame, wenn du vergessen hast, irgendwie die Terrarienlichter anzumachen. Ist so schlimm, wenn du so ein. Stell mal, du bist so ein Reptil. Ciao. Und du bist so ein Reptil und kannst dich einfach nicht bewegen, weil du noch nicht auf Temperatur bist. Ich glaube, er hat gesagt, nee, jetzt macht der Vizio nee, Bartagame. Das ist mir zu krass. Raus. Reptilien ist mir zu krass. Da muss ich mich erstmal draußen eine Runde abkühlen. Alter, drin, draußen ist wärmer als hier drin. So, also komm wieder rein. Wo ist denn die Made? Trifft er sich gerade mit hier Caro oder was? Braucht er ein bisschen Demütigung. Lass ihn mal, wenn er wieder reinkommt, lass ihn mal demütigen. Alle mal so, buh. Pfui. Ich möchte noch kurz, du Made. Das ist richtig erbärmlich, ey. Oh mein Gott, ey. Eine Made ist richtig erbärmlich, ist richtig, wirklich. Das ist ein ekliger Wurm, ey, wirklich. Das ist richtig schlimm. Ich möchte kurz mit euch über meine drei Geschäftsideen reden, die mich noch reicher machen, als ich eh schon bin. Weil eins davon hat auch was mit einem Arschloch zu tun. Und ich möchte in Kurzfassung, dass wir darüber abstimmen, welche der drei Sachen ich als erstes in die Tat umsetze. Ja? Also, Idee Nummer eins ist die Züchtung von kernlosen Kirschen. Because... Wir alle lieben Kirschen, aber es ist total unangenehm, wenn du auf Partys die ganze Zeit spucken musst. Weil du einfach so, ja, es tut mir voll leid mit deiner Oma. Das ist einfach nicht angemessen. So. Idee Nummer zwei war, in Köln das italienische Restaurant Thessaloniki zu eröffnen. Einfach, weil ich will, dass die Leute, die da reingehen, sich dagegen sträuben, dass du in einen Italiener gehst, der Thessaloniki heißt und eine Pizza Hermes bestellen musst. Das ist so... Das ist einfach so gegen deinen Willen, du Made. Das ist meine zweite Idee. Und die dritte Idee ist ein Schwimmring als Arschloch. Also oh, wow. So ein aufblasbares Arschloch. Und ich habe auch schon eins designen lassen. Ich möchte es euch einfach kurz zeigen. Weil das war ein ganz schöner Weg bis dahin. Ich habe nämlich das schon mal in Erfahrung gebracht, und zwar möchte ich euch das mal einmal ganz kurz in der ersten Reihe, ihr seht es wahrscheinlich, das ist das Produkt, ein auflassbares Arschloch für den Pool, es heißt Poolloch. Würdet ihr es kaufen?
Ja, ne? Oder? Ja, ihr zwei Homo-Fürsten, klar. Natürlich würdet ihr das kaufen. Direkt mal Arsch gebohrt. Pfui! Buh! Pfui! Du Made! Buh! Arschloch! Oh, komm rein. Es tut uns leid. Oh nein! Und ich wollte ja kein Produkt kopieren, deswegen habe ich echt wirklich stundenlang das Internet durchsucht, ob es das schon gibt, dieses Produkt. Und mein Algorithmus ist sowas von im Arsch, Leute. And I mean it. So, ich habe stundenlang nur Arschloch, Gummi-Arschloch, aufblasbares Arschloch, inflatable asshole. Mir werden nur noch Schwulpornos angezeigt, was gut ist. Aber es ist so schlimm, das wieder loszuwerden. Ich google die ganze Zeit nur noch Pflanzen und jetzt wurde mir eine Pflanze angezeigt, die aussieht wie ein Arschloch. Jetzt habe ich so einen Hybrid-Algorithmus entwickelt, der richtig random ist. Und diese Pflanze heißt Stinkwurz. Und der Stinkwurz stinkt nach vergammelter Scheiße, weil der keine Bienen anlockt, sondern Mistkäfer. So, willkommen in meinem Leben. Das ist mein Algorithmus. Gut, wir machen jetzt, apropos stinkendes Arschloch, kommen wir zur nächsten Künstlerin. Die Überleitung ist so geil, oder? Oh mein Gott, ich bin froh, dass sie heute zum ersten Mal hier ist und es trifft auf niemanden so gut zu wie auf diese Frau. Hier ist für euch aus Köln, Pam Penko! So, jetzt habe ich so einen kurzen Rock an und der riecht, dass das auch noch stimmt. Scheiße. Oh, ich stand hier eben schon mal kurz, es tut mir jetzt schon leid, sage ich, sehe nämlich unter den Brüsten meine Füße nicht, deshalb gehe ich nicht so weit nach vorne, weil ich nicht weiß, wo es endet. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Ich bin tatsächlich das erste Mal heute bei Nightwatch. Ich glaube, ich bin, ja, oder? Und als ich das letzte Mal ein erstes Mal hatte, da tat es nicht nur mir weh. Deshalb freue ich mich heute sehr. Und wann bin ich da? Natürlich bin ich jetzt so eine Weihnachts-X-Mess-Special. Ja, Typ, ich habe halt Glocken und einen Sack. So, und deshalb stehe ich halt hier. Ich freue mich sehr, deshalb stelle ich mich erstmal vor. Mein Name ist Pam Penko. Ich bin 21 Jahre alt geworden, 2009. Und bin, wie ihr sehen, hören, riechen und du, mein Engel, auch später noch schmecken kannst, eine Drag Queen, ja. Also Drag heißt natürlich, du kannst auf meinen Brüsten übernachten und ich muss nicht mit dir in einem Raum sein. Das ist so schön, das glaubt ihr gar nicht. Ich erkläre das immer. Ja, ihr fragt es euch, als ich reinkam schon, diese Brüste sind nicht echt. Ich muss das immer erklären. Ich habe so Apfelbrüste, es gibt die Birnenform. Da steht Kompott. Deshalb, nein. Oh Gott. Ich sehe doch nicht so gut, du hast deine Jacke an. Ich habe wirklich keine Linsen an, deshalb. Ich habe wirklich auf dem Weg hierhin habe ich einen Hasen beobachtet, bis der weggeflogen ist. Ich sehe nichts. Es ist so. Aber ich bin erstmal froh, dass von euch noch keiner weggelaufen ist, weil du weißt nie, welches Publikum dich so erwartet. Und oft treffe ich halt Leute, die da schon stehen, Drag Queen, was soll das denn sein? Wo ich mir denke, ganz ehrlich, bei Ariel hat es da auch keinen gestört, dass sie einen Schwanz hat. So, also. Und jetzt soll es ein Problem sein. Also bei mir ist das Verhältnis halt nur ein anderes. Also Körper zu Schwanz. Ich weiß nicht, vielleicht wird der größer, wenn ich mir die Haare rot färbe. Aber ja, dann habe ich Angst, dass man mich mit Andrea Berg verwechselt. So. So, alles seine Nachteile. Andrea Berg, lebt die eigentlich noch? Ja. Das. Ich finde immer, dass ich eher aussehe wie Helene Fischer, aber so eine Helene Fischer, die sich gerade in Hulk verwandelt. So komme ich mir eher vor. Aber ich bin sehr stolz, für mich ist es eine Ehre, tatsächlich hier auf der Bühne zu stehen, weil ich finde, dass Drag Queens mehr auf Bühnen gehören. Im Fernsehen, wenn ich daran denke, mir fallen so drei ein, die so als Vorbild fungieren. Das ist einmal Olivia Jones, Conchita Wurst und Claudia Roth. So. Viel mehr gibt's da nicht. Und selbst die drei zeigen, wie divers diese Szene ist. Bei den drei ist schon einer hat einen Bart, eine sieht aus wie ein Clown und eine heißt Olivia Jones. So. So. Und was ist das denn, Alter? Ich dachte, hey, davon Sinn hat ja Hausverbot. So. Ach, die Arbeit hier, die muss den Laden abschließen, ne? Ist ja irgendeine immer hier.
Guck mal, da vorne sind auch so ein paar schüchterne Mäuse schon. Das sind die, die ich gerade gesprochen habe. Hi. Dich meine ich, dich meine der Typ dahinter, als ob ich mit der Frau flirte. Bist du bescheuert? Und ja, und dann winken direkt beide. Ach, euch erkläre ich heute noch, wie Gay-Dating funktioniert, falls Simon das nicht schon vorher gemacht hat. Nein, für mich ist, und trotzdem muss ich dem Publikum oft erklären, wer diese Menschen sind. Also jetzt mal ganz ehrlich, Olivia Jones ist euch wahrscheinlich ein Begriff, hoffe ich mal. Das ist die, wo man nie weiß, ist die geschminkt oder hat die beim Paintball verloren. Das ist hier dieses Malen nach Zahlen mit Hammer und Meißel. Das ist so bunt, wenn der ihren Chamäleon aufs Gesicht setzt, das stirbt an Burnout. Puff, was tue ich? Das ist so, oh Gott, was mache ich? Und ja, Conchita Wurst, der Traum aller heterosexuellen Männer. Ich meine, egal wie rum du sie ins Bett legst, fühlt sich alles gleich an. Stoppelig. Ist bei mir nicht so, ich bin epilierter als Flipper. Und das kurz. Ist so, dieser Bart, ne, es wirkt ja so ein bisschen, als hättest du bei der Geburt den Rahmen mit rausgerissen. Das ist ja. Erklärt euch den sonst. Das ist. Guten Tag. Ja, und Claudia Roth, ja, die macht das Ganze so gut, da sieht man gar nicht, dass sie mein Kerl war. Und, aber ich meine, das geht einfach so. Ich meine, bei mir hat man auch vieles nicht gesehen, vieles dachte ich, das sieht man direkt, aber selbst ich musste mich outen. So, das ist, leider ist das heutzutage noch ein Thema. Ich denke mal, das hätte jeder sehen müssen, dass ich quasi schwul bin. Man sagt ja auch nicht tote Leiche. Bei mir jetzt müsste eigentlich drüber kommen und ich habe mich geoutet bei meinen Eltern. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass das ganz chillig war. Mein Vater hat mich einfach nur gefragt, sag mal, Junge, wie verhütest du? Und ich so... Ich so, Papa, ich bin schwul. Und der nur, ja, das ist effektiv. Scheint zu funktionieren. Meine Mutter auch nur ganz kurz reagiert, die musste halt kurz schlucken. Aber ich sag mal, besser beim Outing als bei der Zeugung. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich, weil ich persönlich, meine Eltern unterstützen mich. Ich finde, meine Eltern haben einen Job und das ist ihr Kind zu lieben, egal wen das Kind liebt. Und das ist so. Und wenn man halt damit aufwächst, dann darf alles andere auch lustiger und lockerer und offener sein. Ich bin wirklich mit dreisten Sprüchen, seitdem ich klein war, aufgewachsen. Dass mein Bruder ist 4 Jahre älter, kam da schon immer zu mir, immer, haha, du bist adoptiert. Wo ich immer dachte, haha, aber mich wollten sie wenigstens. So. Bin ich aber nicht. Ich bin im Auto geboren, auf der A1, weil da in Deutschland die meisten Unfälle passieren. Es ist so. Ja, sowas kann ich mir mein Leben lang anhören, wobei meine Mutter sagt, nee, du warst echt ein hässliches Baby, du bist zu Hause geboren, ich bin erst ins Krankenhaus gekommen, als ich gesehen habe. So, ich hoffe, da lacht es auch ein bisschen dreist, muss ich sagen. Ich sah aus wie so ein Hefeteig, wo du so 2 Rosinen reingedrückt hast. Du guckst mich an, so siehst du ja immer noch aus. Danke. Wer redet da? Habt ihr das wirklich geglaubt? Nein. Nee, ich bin sehr, sehr glücklich und so bin ich halt, ach so, Fun Fact übrigens nebenbei, wenn wir schon so über Geburten reden, nur dass ihr heute Abend dann mal drüber nachdenkt, wenn man mit den Füßen zuerst geboren wird, dann hat man für einen kurzen Moment seine Mutter als Hut an. Das nur nebenbei. Nur so. Hat irgendwie gar nichts mit dem Thema zu tun, wollte ich euch nur mal, aber ich wette, ihr denkt heute Abend noch so, so, Twitter, schau mal, ich verstehe ihn auch jetzt schon. Bist du Internet Explorer oder bist du so langsam? Nein, es ist so, und so bin ich mein Leben lang, nicht nur diese Geburtssprüche, sondern mein Papa ist halt so ein richtiger Dad-Joke-Typ, der immer raushaut, weswegen ich das, glaube ich, habe. Also meine Mutter ist Karnevalsprinz, mein Papa zieht sich immer direkt Perücken an und die haben überlegt, warum ich eine Drag-Queen bin. Es ist so, ja, mein Bruder hat letztens gesagt, du als Pam bist wirklich die Normalste in der Familie. So musst du erst mal, mein Papa haut immer so raus, dem kannst du halt auch nichts übel nehmen. Das ist so, nach dem 13. Mal lachst du nur noch, weil er sich freut. Es ist so... Meine Mutter war echt mal stolz, stellt sich so vor, den, oh Schatz, siehst du, dass ich abgenommen habe? So, mein Vater nur, ja, siehst du, wenn ich eine Seite aus dem Telefonbuch reiße, nichts sehe ich da. Ist immer so. Meine Mutter ist nicht die Künstlerin vorher. So, nein, also ihr seid schon, ich dachte auch, als die vorher mehr dran war, ihr denkt auch, wie schnell hat die sich denn geschminkt? So, ich bin die... So, mein Papa, ne, ist so jemand, der im Swingerclub ruft, kann mal jemand Licht anmachen, ich habe schon wieder meine eigene Frau gebumst. So Sachen, da bin ich aufgewachsen und das ist das Schöne, dass ich es direkt verstanden habe, dass es um Humor geht und in so schwierigen Zeiten wie heute müssen wir einfach mehr lachen. Und mein Papa ist so stolz drauf. Eins hat er für sich entdeckt und das ist Sachen rückwärts gucken. Er liebt es beim Hochzeitsvideo.
findet er total geil, wenn er meiner Mutter so den Finger vom Ring nimmt. Dann geht er aus der Kirche und rennt in die Kneipe saufen. Da hat er so einen Spaß dran. Das ist ja noch VHS, das funktioniert tatsächlich. Und das ist als kleiner Tipp für euch, wenn ihr heute Abend nichts mehr vorhabt, macht das mal mit verschiedenen Sachen. Das macht echt tatsächlich Spaß, falls ihr noch hier Tine Wittler, Einsatz in vier Wänden kennt. Wenn ihr das rückwärts schaut, da läuft so eine dicke Frau durch eine geile Wohnung und verwüstet alles wieder. So, paff! Das wisst ihr, macht's nicht mit Pornos, das ist schwierig. Das bitte sein, die fangen immer so an, dass der Typ erstmal die Frau wieder sauber saugt. Das ist so, das nicht machen. Lass das, das ist rückwärts nicht so geil. Wo es Spaß macht, bevor ich mich verabschiede, ist ein Fußballspiel. Fußballspiel rückwärts schauen, ich kenne mich mit Bällen aus, ist ganz, ganz schön. Weil es spielt eine glückliche gegen eine traurige Mannschaft so lange, bis beide glücklich sind. Ja, und dann nimmt sich jeder ein Kind an der Hand und geht in den Keller. So. Wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Pempenko. Wenn nicht, dann heiße ich Simon Stäblein. Dankeschön. Pempenko. Pempenko. Oh, ganz ehrlich, also, wenn irgend von euch jemand so einen riesigen Atlantic Trawler besitzt und noch eine Tonne Seelachs tiefkühlen will, ich würde den Laden anbieten für eine Woche. So richtig kalt geworden. Können wir mal die Trockner anmachen? Boah, ich würde mich gerade voll gerne reinlegen. Einfach so bei entspannten 45 Grad einfach so ein bisschen trocknen oder so. Schön. Geht das? Geht das? Wollen wir das in Echtzeit ausprobieren? Geht das? Haben wir jemanden da, der sehr klein ist? Oh, das wäre so schön, oder? Wenn wir eine Runde trocknen. Aber wir haben uns nicht die Geschäftsidee entschieden. Was soll ich machen als erstes? Womit mache ich die ersten Millionen? Mit den Kirschen, mit dem Restaurant oder mit dem Schwimmring? Schwimmring. Kauft ihr dann auch alle ein, bitte? Ja. Was? Ja, eine Zahnreinigung kriegst du. Ey, oh, das, ich vertreibe das an Proktologen für die Praxis. Als ich werde so reich. Krass. Ihr könnt jetzt schon vorbestellen. 75 Euro kostet einer. Der ist aus echtem Leder. Aus echten Arschlöchern. Oh Gott. Vom Elefanten. Schön aufgezogenes Elefantenarschloch. So ein Blauwalarschloch. Ich weiß nicht, wie groß ist denn ein Blauwalarschloch? Kann das mal jemand googeln? Der Blauwalpimmel ist irgendwie 11 Meter lang oder so. Ja, und er ejakuliert 80 Liter. Krass. Das ist eine halbe Badewanne, ne? Das ist, kannst du ordentlich. Und 11 Meter ist fast der Hals eines Brachiosaurus. Das heißt, wenn du ein Blauwalweibchen bist und ein Brachiosaurus steckt dir den Hals bis zum Anschluss und trägt dich als Hut. Das wäre das weirdeste Tier aller Zeiten. Ja, und Rentiermilch hat 55% Fett. Ist auch krass, ne? Wäre nichts für mich. Nee. Gut. Habt ihr noch die Geschenke? Könnt ihr einmal die Geschenke rausholen, die wir euch gegeben haben? Hast du leer getrunken? Ah, okay. Finger weg von dem Strohhalm. Das ist schlecht fürs Klima. Weil wer weiß, was ist. Genau, it's not final yet. Die Geschenke sind nämlich nicht die Geschenke, die ihr bekommen habt, sondern es gibt eine Umtauschskala. Und jetzt erfahren wir, wer mit wem tauschen muss. Ja, genau. Wer mit wem tauschen muss und danach, nach dem Tausch, geht es dann quasi, also die Sachen sind immer andere Sachen, als sie eigentlich sind. Also dein Trinkepäckchen ist zum Beispiel, das sind zum Beispiel Freikarten für eine Nightwatch-Show deiner Wahl. Oh mein Gott! What? Und diese Blumen. Aber nur, wenn du es jetzt schaffst, innerhalb von 10 Sekunden das zu trinken. 10, 9, 8, 7, 6,
5. Es geht um Freikarten. 3, 2, 1. Leider nein. Und das hat er leider nicht geschafft. Leider nein. Leider musst du den Laden jetzt verlassen. Krass. Ich finde auch das Widerlichste, ganz ehrlich, kennt hier das Produkt, das überhaupt nicht seinen Sinn erfüllt, ist der Durstlöscher. Das stimmt, ja, er löscht. Der Durstlöscher macht sowas von hart noch mehr Durst, weil er einfach. Der Durstlöscher ist das Experiment, wie viel Zucker kann man in eine Lösung geben, bevor es Zucker wird. Dabei ist der Durstlöscher entstanden. Aber wisst ihr, Moment, ich muss noch was auflösen, was eure Wahrnehmung komplett ficken wird. Und zwar, wisst ihr, warum es Fruchtiger heißt? Weil es fruchtiger ist. Und dachtet ihr auch immer, Ray-Ban, ne? Ray-Ban, das ist so ein cooler Typ, der Ray. Mit so einer Sonnenbrille, so einer Lederjacke, weißt du, so ein bisschen Kalifornien, Route 66, ich hoffe, die ist da. Da runter, so cool, ne? Ray, der Ray, kennt ihr? Das heißt einfach nur Strahlen abhalten. Ban, Ray. Horror. Oder? Ray war für mich, ich habe jahrelang auf Ray onaniert, ihn gibt's nicht. He's not there. It's a myth. Genauso wie Monogamie. Anderes Thema. Müssen wir das jetzt nochmal durchtauschen, wie das reklamiert? Oder hat er doch, weil ich finde schon sehr krass, dass du ohne zu hinterfragen einfach getrunken hast. So, wir hätten da ja auch sonst... Well... Solltest du gleich nochmal deine Freundin Band kann jetzt gehen. Wer kommt, kriegt er. Ja, du kriegst die Freikarten. So, wo ist der Mann mit dem, mit dem Aioli? Da war Johannes, ne? Zwei Geschenke hatte er. Ja, du hast zwei. Du hast zwei. Zwei krasse, Pfand und Aioli. Also, das Aioli, lieber Johannes, ist in echt. Es bleibt das Aioli. Also ja, wirklich. Aber ist gut. Es bleibt das richtig. Aioli. Du musst es jetzt essen. Mit dem Pfand. Ja, die den Flasche. Pfand. Den Pfand. Ja. Oder die Blumen. Du kannst, Johannes, wahlweise jetzt sagen, okay, mir reicht das Aioli. Oder du nimmst noch den Pfand dazu, löst den auch noch ein. Es kann aber sein, dass du alles verlierst und eventuell 1.000 Euro an uns beide zahlen musst. Es sei denn, du hast einen Tiefgaragenstellplatz. Dann wäre es wieder ein krasser Twist, weil dann müsstest du bezahlen. Aber weil du nichts hast, müsstest du bezahlen. Du gehst aufs Risiko und das ist genau richtig, denn mit dem Pfand, oh Gott, wo hab ich's, hast du eine unfassbare Nightwash-Tasse gewonnen, die ich hier sofort habe. Bitte schön, Johannes. Oh mein Gott, für die Merch. Kamera. Kauft Merch und Tickets. Das heißt, behalt das ganz einfach. Richtig, Merch. Und hier, ganz kurz, ne? Merch, Nightwash-Merch kaufen. Fair produziert, geiles Material. Ich habe selber eins, trage ich zum Schlafen. Und kaufen, geil, ist echt gutes Zeug. Ja, richtig gut. Johannes, könntest du mit der Tasse einmal in die Kamera so, ich bin Johannes und ich bin glücklich, seitdem ich diese Tasse habe. Das wäre geil. Ich bin ein Riesenfan. Ich liebe Nightwash und Simon Stepan ist hübsch. Sag das. Da ist die Kamera, da Johannes. Ist die Kamera, da ist Johannes. Die Kamera, guck mal. Da, hinter dir. Einmal aufstehen. Und jetzt sag alles. Sag das. Du hast was vergessen? Und was? Fantastisch! So, jetzt. Was haben wir noch? Wer hat noch Sachen? Da hinten, du hast noch die Stecknadel und den Pappbecher haben wir noch. Und die Schokolade. Ach du Scheiße. Okay, für die Schokolade bekommst du diese Frau für nach Hause. Ja, tatsächlich. Also für die Schokolade. Die Schokolade müsstest du einmal an die Dame geben. Das ist der Gewinn. Ja. Du darfst von Hand ihre Zahlen. Also dein Gewinn war, dass du nichts gewonnen hast. Woo! Nichts weniger! Töte den Konsum! Richtig schön. Und jetzt kommen wir. Wir haben noch zwei Sachen: Stecknadel und Pappbecher. Wer hat den Pappbecher? Schnell, mir ist kalt. Wer bist du? Simone! Simone! Cooler Name. Du hast was gewonnen. Und zwar, Simone, für dich gibt es diesen unfassbar fashion Jutebeutel! Von Nightwash!
Merch! Simon, Merch. Ich werfe! Wow! Da ist er! Wow! Du kannst ihn gleich hier in die Waschmaschine stecken, wenn du willst. Du bist auch einer von denen, die beim Sportunterricht nach hinten geworfen haben, ne? Ja, früher. Es gab stimmt. diese Mädchen in jeder Klasse, die einfach nach hinten geworfen haben. Minus zwei Meter. Minus zwei Meter. Ja, die immer so geworfen haben, wie wenn man einen Hund verarschen will, so. Ja. Gott, Mann, die sind auch rückwärts gesprungen, das ist richtig krass. Ja. Simone, auch noch mal einmal in die Kamera. Mein Leben war ein Sumpf, jetzt habe ich diese Tasche. Das wäre schön. Und was für okay. Dankeschön, das weiß ich. So, und die Stecknadel haben wir noch. Was hast du einen Wunsch zu Weihnachten? Was ist das Größte, was du dir wünschst? Die Vorhaut von Jesus. Also so ein Beef Jerky. Das ist schon getrocknet. Ha? Ein Schal willst du? Vorhaut aus Schal. Du Freak. Ja, okay. Wir hätten dir jetzt ein Leben lang auf Freikarten für den Waschsalon geben können, aber durch diese abgefahrene Antwort kriegst du die Stecknadel! Yeah! 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 Woo! Und jetzt sind alle Geschenke verteilt und wir haben noch ein riesiges Geschenk und zwar den letzten Künstler. Er ist da, habt ihr noch Bock? Sehr gut, er ist aus Köln, er ist schon ewig Mitglied der Familie. Ich bin froh, dass er mal wieder dabei ist. Hier ist für euch Patrick Salmen. Ja, Kuckuck, ihr Räuber. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich möchte ein bisschen was aus meinem Büchlein vorlesen. Ekstase heißt es. Da gibt es eine Rubrik cremige Dialoge im Café. Es ist nämlich ein großes Hobby von mir, mich jeden Tag mindestens eine Stunde in irgendein Café zu setzen, einfach um so ein bisschen Leute zu beobachten, weil Menschen sind schon ziemlich bekloppt. Und ich habe deswegen zum Beispiel, weil ich wirklich jeden Tag eine Stunde irgendwo sitze, habe ich nie verstanden, warum Menschen freiwillig Geld dafür bezahlen, Podcasts zu hören, weil ich immer gedacht habe, man kann sich in jedes Café dieser Welt setzen. Man hat 8 Podcasts gleichzeitig um sich rum, mit dem Vorteil, dass man auch noch Rückfragen stellen kann. Wenn mal irgendwas, wenn was unklar geblieben ist am Nebentisch oder so, dass man sagt, Entschuldigung, warum genau ist Ihre Ehe kaputt oder so. Man hat viele, viele Möglichkeiten und wie gesagt, wirklich, man wird Zeuge von vielen, vielen bekloppten Gesprächen. Ich glaube, das dümmste Gespräch, was ich jemals aufgeschnappt habe, das war, glaube ich, ein Date. Und dann sagte sie irgendwann zu ihm, ja hör mal, privat bin ich jemand, ich denke richtig oft nach. Und dann sagte er so, ja krass, ich denke auch voll oft nach. Und dann sagte sie so, ja ich denke so beim Bügeln voll oft nach oder beim Sport. Und dann dachte er so nach und sagte, ja krass, ich denke so beim, weiß ich nicht, beim Autofahren nach oder beim Spülen. Und dann lachte sie so und sagte, haha, wir sind hier richtige Philosophen. Und ich habe nur gedacht, warum habe ich keine Kettensäge dabei? Das war mein einziger Impuls. Ich habe gedacht, wer sind die beiden? Die letzten Intellektuellen der Neuzeit. Eine Reinkarnation von Sartre und Simone de Beauvoir. Ich habe keine Ahnung. Aber unterschätzter Lifehack privat. Einfach mal nachdenken. Ich kann es empfehlen. Vielleicht kriegt man viele gesellschaftspolitische Themen dadurch in den Griff. Und eine schöne Sache, die ich auch aufgeschnappt habe, war, und diese Frau ist wirklich mein neues Vorbild seitdem, was Schlagfertigkeit angeht. Da war in einem Café eine alleinstehende Dame, sie saß da, hat ein Prosecco getrunken, dann kam irgendwann so ein Typ zu ihrem Tisch. Und dann sagte er so, ja hey, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich bin normalerweise so voll schüchtern, keine Ahnung. Wenn ich jetzt einer dieser Leute wäre, die sich so trauen würden, einfach fremde Frauen anzusprechen, da würde ich dir jetzt sagen, hey, du machst irgendwie einen coolen Eindruck, hättest du nicht mal Bock, einen Kaffee mit mir trinken zu gehen? Und dann sagte sie so, du? Cool, weiß ich nicht. Ja, wenn ich jetzt einer dieser Frauen wäre, die sich so einfach von wildfremden Typen anquatschen lassen würden, dann würde ich jetzt sagen, hey, warum nicht? Du hast doch nett gefragt, lass mal machen. Und dann sagte er so, ja, cool. Und dann sagte sie, ja, schade, dass wir nicht solche Leute sind. Und dann war das Gespräch vorbei und ich habe gedacht, das ist großartig. Passiv-aggressives Flirten auf einem ganz, ganz neuen Level. Das ist, das war einfach vorbei. Ich bin wirklich Fan seitdem. Naja, die Rubrik, aus der ich vorlesen möchte in diesem Büchlein, heißt cremige Dialoge im Café. Das Wort cremig, muss ich zugeben, habe ich ein wenig adaptiert. Ich hatte mal irgendwann jemanden im Publikum sitzen, der hat nie gelacht, aber immer wenn er was lustig fand, hat er mich angeschaut und gesagt, cremig. Und seitdem,
Seitdem liebe ich das Wort cremig einfach über alles, benutze es viel zu häufig in vollkommen willkürlichen Situationen. Ich finde alles cremig seitdem. Ich weiß nicht, ob das irgendwie peinlich ist, weil es ja irgendwie komisch ist, wenn Leute über 35 noch irgendwie so Jugendsprache benutzen oder so. Ich habe aber, was das angeht, auch eine sehr lustige Erfahrung gemacht, weil ich war mal bei einem Bäcker und da war eine Bäckereifachverkäuferin, die war ungefähr, weiß ich nicht, 60 oder so und sie sagte im O-Ton zu mir, probieren Sie mal unsere neuen Dinkelhörnchen, die rasieren im Moment alles. Und also ich habe nur gedacht, wenn in diesem Leben irgendetwas rasiert, dann garantiert kein Dinkelhörnchen. Ich glaube, das ist mal das arschlangweiligste Bäckereiprodukt aller Zeiten. Ich glaube, so ein Franzbrötchen oder so ein überbackenes Käsebrötchen würde ich noch mit einem Waxing durchgehen lassen. Aber, also mein Dinkelhörnchen ist ja... Und wenn, dann, ich habe wirklich gedacht, wenn das das Maß an Begeisterung ist, was sie bei einem Dinkelhörnchen aufbringt, wie kann sie das noch toppen? Also was muss ein wirklich gutes Bäckereiprodukt in dieser Frau auslösen? So ein, weiß ich nicht, so ein Schokocroissant. Probieren Sie das Croissant. Es zerfickt alles. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Naja, hier jedenfalls zwei dieser Dialoge aus meinem Lieblingscafé. Szene 1. Am Nebentisch hat ein Pärchen scheinbar sein erstes Date. Der übliche Smalltalk, Beruf, Hobbys, gemeinsame Freunde, Musikgeschmack, dann kurze Schweigen. Sie: Viele sagen, ich sei voll die Verrückte. Er: Sie: Ich habe letzte Woche meine Diät gemacht und keinen Zucker gegessen. Am dritten Tag bin ich nachts aufgewacht, zum Kühlschrank gegangen und habe zwei Schokoriegel genascht. Richtige Orgie. Meine Freunde sagen immer, Saskia, du bist so unberechenbar. Er: Einfach nur crazy. Sie: Naja, ich würde sagen, ein normales, ausgeflipptes Mädel mit vielen liebenswerten Macken. Er: Sie: Manchmal sortiere ich meine Kleidung nach Farbe oder zähle beim Treppengehen die Stufen. Fast schon eine Zwangsstörung. Ich glaube, ich bin genau wie Monk. Er: Ich fürchte, du bist leider genau wie du. Sie: Hä? Typ steht auf und geht. Hätte ich jetzt auch gemacht. Kommen wir zu meinem Lieblingsdialog. Ist übrigens wichtig, wenn Sie, ich finde das immer sehr inspirierend, was andere Leute sich so zu erzählen haben. Man darf natürlich, wenn man so als stiller, heimlicher Beobachter agiert, nicht zu creepy daherkommen. Das ist sehr wichtig. Deswegen tun Sie sehr unauffällig. Nehmen Sie sich im Optimalfall, wirken Sie einfach sehr beschäftigt, tun Sie so, als würden Sie Zeitung lesen oder so. Dann läuft das. Man können sich auch so Gucklöcher reinschneiden oder so. Das ist vollkommen in Ordnung. In der Warteschlange vor der Kuchentheke. Vor mir ein junges Pärchen, beide ca. 20, Händchen haltend und grinsend. Hin und wieder gibt er ihr einen Kuss auf die Wange oder streichelt durch ihr Haar. Sie kichert ununterbrochen, irgendwann sind sie an der Reihe. Mitarbeiterin: Was darf ich euch denn Gutes tun? Typ zu seiner Freundin: Ich nehme den Käsekuchen und du, Schatz. Sie: Ich weiß ja nicht, Schatz. Eigentlich wollte ich den Carrot Cake, aber wenn du den Käsekuchen nimmst, nehme ich den auch. Typ: Du kannst ruhig was anderes nehmen, Schatz. Sie: Guck mal, Schatz, Süßkartoffel-Limette sieht voll lecker aus. Typ: Dann nimm den doch, Schatz. Sie: Ich weiß ja nicht, mir egal, Schatz. Typ zur Mitarbeiterin: Können Sie was empfehlen? Mitarbeiterin: Im Zweifel immer Apfelstreusel. Typ zu seiner Freundin: Was meinst du, Schatz? Klingt auch gut. Sie: Ich bin doch gegen Äpfel allergisch, Schatz. Typ hinter Ihnen: Vorschlag von mir. Ihr nehmt jetzt einfach alles, ich zahle den Scheiß und dafür haltet ihr beide euer Maul. Die gesamte Schlange applaudiert. Das war jetzt ein krasser Zufall. Typ: Meinen Sie uns? Alle: Ja, Schatz. Vielen Dank. Alles Gute euch. Ciao. Für euch, Patrick Salmen. Patrick Salmen. Patrick. Hier, wie heißt das Buch? Ist doch Geschenkezeit. Ist doch, die Leute sollen doch die Scheiße kaufen. Wie? Ekstase kaufen. Verstanden? Gut. Ja, auch Internet. Und mein Arschloch, wenn es gibt. Also nicht meins.
Ihr werdet es nie erfahren. Außer ich mache irgendwann auch Onlyfans, was wahrscheinlich ist als Künstler. Was ich übrigens viel lustiger finde, als Leute zu beobachten, ist Leute zu beobachten, die andere Leute beobachten. Das ist viel geiler. Wenn du siehst, wie jemandem das Gesicht rausfällt, wie er andere judged und du bist der, der judged. Versteht ihr? So jemand so, oh, du, ich seh dich. Beste. Oh. Alright, das, oh. Ich bin müde und mir ist kalt. Kill me. Ja, ciao. Das war's. Das war eine großartige Show. Wir holen jetzt nochmal alle Künstler auf die Bühne. Ihr rastet förmlich aus und dann wird's krass, because dann machen wir das Internet aus und werden hier alle nackt und ficken. Nein. Nein. 2G plus. Heute gilt nur die 3G-Regel. Alright, what... Ui. Huchi. Du hast richtig Lust, ne? Geschenk für mich? Ich habe Angst. Oh, Dankeschön. Oh, cool. Der Sibomet-Adventskalender, den habe ich schon aus meiner Apotheke, aber danke. Dafür kriegst du von mir Blumen. Jetzt sei ruhig, du bist in meinem Laden und hast mir die Blumen geschenkt. Wer die Blumen seit einer Stunde hat, dem gehören sie. Grundgesetz, oder bist du eine Querdenkerin, ha? Ha? Wer ist hier gegen die Nightwash-Regeln? 2G gilt hier, alles gehört mir. Ciao. Laura, es sind anscheinend deine Blumen, weil irgendwelche Verrückten in der ersten Reihe meinen, sie müssten dir für deinen frechen Auftritt irgendwas schenken, okay? Darf ich deine Blumen in deinem Namen an diese nette alte Frau, die sonst nichts hat, weiter verschenken? Jetzt, ey, was ist denn mit euch los, ihr alten gehässigen Biester? Sie hat mir auch den 7-Meter-Adventskalender dafür geschenkt. Darf ich die jetzt weiter verschenken, ohne dass diese Frauen mich irgendwie stigmatisieren und mich hier total als krassen Typen mit einer Sitzheizung darstellen? Nee, oder ich kann es einfach so hinter mich werfen, wer als nächstes diese Show moderiert oder so? Nee, gut, mein, weißt du was, ich gebe sie jetzt einfach zurück. Wenn du nicht willst, dass diese Frau mit den frechen roten Haaren vorne, dann gebe ich sie einfach wieder. Oh. Happy End! Jetzt sind das wir alle Freunde. Happy, happy End! Das war schön. Guck mal, hier, willst du den Adventskalender haben? Komm, weil der ist nämlich einig dein. Und jetzt haben wir alle ein Geschenk. Wie schön das war. So, jetzt holen wir alle Künstler auf die Bühne, rasten förmlich aus und dann machen wir hier das Internet aus und dann müssen wir noch was zusammen machen und das erzähle ich euch gleich. Also bitte noch hier bleiben, ja? Okay, aber jetzt erstmal ausrasten für die Künstler des heutigen Abends, die hier richtig Stimmung gemacht haben. Für euch dabei, Dennis Grund aus Hamburg. Zum ersten Mal Laura Brümmer, zum ersten Mal Pfeffer, zum ersten Mal Anke, zum ersten Mal Pam Penko und zum 100. Mal Patrick Salmen. Das war eine tolle Show, ihr wart ein tolles Publikum, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal und das Geschenk, guckt mal, und der Kreis schließt sich, the circle of life. Er schließt sich, vielen Dank, euer Applaus. Applaus für Sven Benzmann, die Musikmaschine. Und ein riesiger Applaus für Simon Stäbler. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Kommt gut unter den Bus. Ciao. 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 Und aus. Und tschüss, Internet. Das passiert jetzt nur live.